Auch ich begrüße Sie ganz herzlich im Namen der Heinrich-Böll-Stiftung zu dem heutigen Abend. Wir haben Glück gehabt, dass es uns gelungen ist, Sibylle Plockstedt für die Präsentation ihres Buches Frauen haben Geschichte geschrieben, dass wir sie gewinnen konnten. Und wir hatten noch mehr Glück, dass wir auch zwei Zeitzeuginnen zu dem Thema gewinnen konnten, denn diese Zusammensetzung ist eine große Bereicherung, weil wir jetzt nicht mehr nur die Quellen befragen können, dank der Autorin Sibylle Plockstedt, sondern nun auch live die Aktivistinnen, wie sie denn und ob, nein, ob möchte ich nicht sagen, aber wie sie denn Geschichte geschrieben haben. Also herzlichen Dank an alle und dass Sie gekommen sind. Sibylle Plockstedt aus dem Wendland, Irmgard Meyer, eine der Zeitzeuginnen, sie war lange Vorsitzende in der Gewerkschaft GEW, aus Frankfurt, nicht so weit her. Und Britta Naumann, Entschuldigung. Und Irmgard Meyer, sie war stellvertretende Vorstandsvorsitzende der IG BAU, Bau, Agrar, Umwelt, früher IG Bausteine, Erden, aus Nîmes. Auch fürs Aufzeichnen möchte ich dich ganz schnell unterbrechen. Es wäre schon ein Erfolg gewesen, wenn auch eine Frau bei der IG Bausteine, Erden damals stellvertretende Vorsitzende hätten werden können. Aber so weit hat es bis jetzt noch keine Frau geschafft, auch nicht in Bauen, Agrar, Umwelt. Ihr arbeitet in Ordnung. Nein, ich war ein ordentliches Vorstandsmitglied, aber keine stellvertretende Vorsitzende. Ja, ordentlich, pardon, ordentliches Vorstandsmitglied, ja. Und beide Zeitzeuginnen hat Sibylle Plockstedt in ihrem Buch auch porträtiert. Neben vielen anderen Frauen in der Gewerkschaft, die sich stark engagiert haben. Bedanken möchte ich mich auch bei unseren Kooperationspartnern, bei Herrn Christoph Becker-Schaum, dem Leiter des Archivs Grünes Gedächtnis. Wir haben schon gehört, dass Sie sozusagen oder du den Anstoß mitgegeben hast und den Vorschlag gemacht hast, Sibylle Plockstedt für diesen Abend heute einzuladen, dass sie dieses Buch, ihr Buch, vorstellen kann. Bedanken möchte ich mich auch bei der Stadtbücherei. Wir haben ja schon mehrere gemeinsame Kooperationen durchgeführt, also für diese weitere Kooperation und auch für die schönen Räume, in denen wir heute tagen dürfen. Unter unseren Gästen ist auch Herr und Frau Schäfers. Das sagt vielleicht erstmal nicht so viel. Sie sind die Eltern von Katrin Schäfers, die unsere Praktikantin bei der Böll-Stiftung. Und Herr Dietmar Schäfers ist stellvertretender Bundesvorsitzender der IG BAU und hat mitgewirkt, das hat er mir gerade gesagt, beim ersten Frauenförderplan. Und ich meine, als Mann ist er in dieser Funktion sehr herzlich willkommen. Also auch bei der IG BAU in der Frauenpolitik. Den Ablauf des heutigen Abends haben wir auch schon gehört. Wir haben also drei Blöcke. Das eine, die Vorstellung des Buches von Sibylle Plockstedt im Gespräch zwischen uns beiden. Der zweite Block, die Zeitzeuginnen berichten. Wir haben Geschichte geschrieben. Der dritte Block, da wollen wir auf dem Podium nochmal kurz diskutieren oder nicht nochmal, also die interessante Frage diskutieren, wie sah es eigentlich aus mit der neuen Frauenbewegung, den Feministinnen und den Frauen in den Gewerkschaften, wie war das Verhältnis und zum Schluss dann Öffnung der Diskussion ins Plenum. Ich möchte Ihnen auch noch sagen, dass diese Veranstaltung heute Video aufgezeichnet wird, aber nur die Teilnehmerinnen auf dem Podium und nicht die Anwesenden im Publikum, nur dass Sie Bescheid wissen. Ja, hier kommen wir zum Ersten, Sibylle Plockstedt. Sibylle Plockstedt ist Publizistin, Journalistin und Filmemacherin. Vielen ist sie bekannt als Gründerin und Mitherausgeberin der Berliner Zeitschrift Courage, die von 1976 bis 1984 erschienen ist. Die Courage war ein autonomes, ein mutiges und selbstverwaltetes Projekt, das in seinen besten Jahren eine Auflage, man höre und staune, von 70.000 Exemplaren hatte. Bereits davor engagierte sich Sibylle Plockstedt autonom und couragiert im Prager Frühling und wurde beim Einmarsch der sowjetischen Truppen für 1,5 Jahre in Untersuchungshaft gehalten. Danach wurde es nicht leichter.
1974 erhielt sie als Wissenschaftlerin Berufsverbot an der FU Berlin. Sibylle Plokschit ist Autorin zahlreicher Sachbücher über Frauenthemen und Osteuropa. Sie hat Studien geschrieben zur sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz, unter anderem im Auftrag der Bundestagsfraktion der Grünen. Sie schreibt über Frauenprojekte, über Erbstreitigkeiten in Familienbetrieben, das war mir neu, beides im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung, und über das Schicksal von politischen Häftlingen aus der DDR nach der deutschen Wiedervereinigung. Ihre Arbeiten wurden mehrfach ausgezeichnet, zuletzt im Jahre 2011 mit dem Hedwig-Dohm-Preis des Journalistinnenverbandes. Sibylle Plokschit wohnt und arbeitet im Wendland in Lüchow-Dannenberg. Nun kommen wir zu dem Buch. Ich habe das Buch sehr gern gelesen. Ich war selber aktiv in der Gewerkschaft, habe auch durchmischte Erfahrungen gemacht. Und das, was mir am meisten gefallen hat, war, dass in diesem Buch die Frauen in der Gewerkschaft meiner Meinung nach zum ersten Mal Stimme und ein Gesicht erhalten haben durch die Quellenforschung von Sibylle Plokschit. Sie hat sie aus der Anonymität herausgeholt, und nach der Lektüre des Buches wissen wir nun, wer zum Beispiel, wer es noch nicht wusste, Irmgard Blättel war oder Marianne Weber, wer Britta Naumann ist, heute Arolt, Monika Wolf-Mattis oder Irmgard Meyer und, und. Vor allem aber wissen wir, wofür sich diese Frauen engagiert haben, wie sie sich in einer männlich geprägten Institution durchgeboxt haben. Und das hat Sibylle Plokschit in Form von biografischen Interviews, hat sie uns diese Person näher gebracht. Und diese Kapitel fangen immer an, wer war Irmgard Blättel und so weiter. Und das zieht sich wie ein roter Faden durch das ganze Buch. Zugleich ist das Buch eine Art Zeitgeschichte und Sozialgeschichte gewerkschaftlicher Frauenarbeit in der alten BRD. Wir müssen uns klar machen, also wir reden jetzt erstmal nur von in Anführungsstrichen von 1945 bis 1900. Also das ist 1990, also die Zeitspanne dieses Buches. Also eine Zeitgeschichte dieser Zeit der alten Bundesrepublik. Das Buch ist chronologisch aufgebaut, und zwar entlang der Chronologie der federführenden Frauenpolitikerinnen in den Gewerkschaften und im Bund, vor allem im Bundesfrauenausschuss und in den Einzelgewerkschaften. Das Buch enthält auch ein Kapitel zu die 68er und die Frauenarbeit und ein Kapitel zum Feminismus und Gewerkschafterinnen. Es enthält sehr, sehr viel Quellenmaterial, aber darüber wird Sibylle Plokschit selber berichten. Soviel ich weiß, ist das die einzige bisher erschienene Studie, die aus der Sicht des DGB einen Gesamtüberblick über gewerkschaftliche Frauenarbeit gibt, die Akteurinnen beim Namen nennt. Das Buch, das haben wir, glaube ich, alle schon gesehen, ist hinten auf dem Büchertisch zu erhalten, und ich glaube auch, wenn gewünscht, mit einer Widmung. Gut. Ja, Sibylle Plokschit, was war dein Interesse, gerade heute ein Buch über die Arbeit der Frauen im DGB zu schreiben? Also ich bin ja den ich war immer in der Gewerkschaft als Mitglied. Ich war anfangs in der GEW, dann später also IG Medien und entsprechend dann Verdi. Ich war aber selber nie besonders aktiv. Also ich hatte noch ein Stück an Aktivität nachzuleisten, was die gewerkschaftliche Arbeit betraf. Und da habe ich es dann lieber in meinem Metier gemacht und hatte immer im Ohr auch, da ich den Gewerkschafterinnen, vor allem als ich in Bonn tätig war, im Vorwärts, habe ich alle diese Gewerkschafterinnen dieser Zeit regelmäßig getroffen. Auf allen Veranstaltungen waren die da. Und sie erzählten immer, und insofern waren mir viele derer, die ich interviewt habe, vertraut. Und ich ihnen auch. Insofern war das eigentlich eine ganz gute Möglichkeit, sich anzunähern. Ich hatte von Irmgard Blättel, die damals auch dabei war und die im DGB geschäftsführenden Bundesvorstand war, im Ohr,
dass diese Protokolle des DGB-Bundesfrauenausschusses außerordentlich reich seien, dass man da richtig Geschichte drin finden kann. Da ist letztendlich auch nachher der Titel daraus entstanden, wir haben Geschichte geschrieben, weil das sozusagen den damaligen DGB-Frauen sehr wichtig war, diese Geschichte festzuhalten, die sie seit Beginn der Bundesrepublik ja aufgeschrieben haben. Die haben, der Bundesfrauenausschuss tagt etwa zweimal im Jahr und insofern kommen da eine ganze Menge an Punkten zusammen. Es gibt regelmäßig, in der Regel heute, vor den DGB-Konferenzen eine Bundesfrauenkonferenz und auf die wird hingearbeitet mit Anträgen und allen möglichen. Und dieses alles wurde in den Abläufen protokolliert, entsprechend aber auch die gesamte Arbeit der DGB-Frauen, die an der Stelle, also in Anhörungen sind, in Parteien und was auch immer, in Ministerien. Und da habe ich gewusst, einfach, da ist was drin in diesen Materialien und hatte mich an Heide Pfarr gewandt, die war damals Geschäftsführerin der Hans-Böckler-Stiftung, habe gesagt, das würde ich gerne tun. Und ich hatte das Glück, dass von der IGBCE parallel Edeltraud Glänzer die Idee hatte, eine Geschichte der Gewerkschafterinnen zu schreiben. Die hatte selber ihre Diplomarbeit über ein ähnliches Thema gemacht und meinte auch, dass da sozusagen einfach noch was fehlt. Und diese Kombination hat dazu geführt, dass ich das war. Aber dass es so lange gedauert hat, bis jemand das geschrieben hat, lag einfach daran, dass, obwohl die Gewerkschafterinnen es wollten, Maria Weber als sozusagen die prominenteste stellvertretende DGB-Vorsitzende unter den Frauen, die, wo man sagen kann, die wollte damals schon, dass eine Geschichte geschrieben wird und hat das Geld nicht dafür zusammengekriegt. Irmgard Blättel hat es geschafft, eine kleine Gruppendiskussion zu veranstalten, wo die Frauen erzählten, die im Bundesfrauenausschuss sind, aber eben anonym. Deshalb ist das mit den Namen so wichtig. Man weiß nicht, wer damals was gesagt hat und es wäre richtig gut, auch zu wissen, in welcher Gewerkschaft wurde was vertreten, welche Personen haben was zu sagen, dass die Frauen überhaupt erstmal ein Profil kriegen und sichtbar werden. Also es hat bis von 1949, also als die Gewerkschaft der DGB gegründet wurde, bis heute gedauert, bis eine richtige Geschichte dazu geschrieben wird. Es wird wahrscheinlich noch mehr geben, aber wer weiß, wie lange es jetzt dauert, bis die nächste kommt. Also kann man sagen, du hast das einer Institutionengeschichte, eine Geschichte mit Namen und Akteuren gemacht. Das ist sicherlich richtig. Ich habe aber eigentlich noch versucht, etwas mehr zu machen, weil ich einen Teil von Oral History natürlich da reingewirkt habe. Ich habe eine Montage gemacht aus den Protokollen, jetzt nicht, indem ich nur jetzt die Protokolle dokumentiert habe, sondern ich habe sie sozusagen geschrieben und habe dazwischen auch nachgefragt, was ist eigentlich die Rolle von dir, jetzt sagen wir mal Britta oder Irmgard, in dieser Frage gewesen. Also ich habe sozusagen Vorstandsfrauen, das war in etwa die Maßgabe, die ich auch, auf die ich mich auch mit der Böckler-Stiftung dann geeinigt hatte, Vorstandsfrauen, die alle zumindest aus ihren Bereichen den vollkommenen Überblick hatten und die etwas sagen konnten zu diesen Zeiten, habe ich gefragt. Und insofern ist da eigentlich ein ganz lebendiges Bild draus geworden, aus ihrer eigenen Geschichte, aus der Gewerkschaftsgeschichte der jeweiligen Gewerkschaft, aus der Geschichte des DGB und auch wie die Frauen untereinander zusammengewirkt haben oder eben nicht. Also ich habe nicht versucht, irgendwie eine Geschichte, eine ganz glatte Geschichte zu schreiben. Ich habe aber auch nicht versucht, sozusagen mit einem permanenten Widerhaken die Geschichte zu lesen. Also ich habe jetzt nicht versucht, sozusagen permanent auf dem Kritikkurs zu gehen. Wichtig war mir eigentlich das Dokumentarische, dass ich das schreibe, was ich herausfinde, was war. Also das ist auch das Faszinierende, diese verschiedenen Ebenen. Und das lebendig machen,
auch durch diese biografischen Interviews. Und die Interviews beziehen sich nicht nur auf die Berufsarbeit, sondern auch auf das Leben der Frauen und was sie für Gefühle und Emotionen bei ihrer Arbeit hatten. Ja, ich habe auch, nicht Kapitel, versachlicht. Ich hab auch ein Kapitel darin, was Gewerkschafterinnen anziehen. Ja? Ja, und was ziehen Sie an? Naja, damals schon sehr kostümig. Ne? Die beiden hier waren eigentlich diejenigen, die am wenigsten kostümig waren. Ich hatte aber ganz schön, das weiß ich doch. Möchtest du noch etwas zu dem Material sagen, mit dem du gearbeitet hast? Ich glaube, das war ja jetzt schon... Es war schwer, an das Material ranzukommen, obwohl es das offizielle DGB-Archiv ist und eigentlich leicht zugänglich sein müsste in der Ebert-Stiftung. Ich habe ein halbes Jahr gebraucht, bis ich den Zugang hatte. Das sind auch Forschungszeiten, die dann dabei verloren gehen, ne? Das ist also, die man dann irgendwann wieder nacharbeiten muss. Aber es hat am Ende geklappt und ich glaube, nachdem klar war, dass ich das schreibe, haben viele entdeckt, dass sie es eigentlich auch gerne geschrieben hätten. Aber zu spät. Wie war das? Hattest du Schwierigkeiten, wenn du mit den Frauen in Kontakt gekommen bist und Interviews gemacht hast, dass sie sozusagen mit ihrem Namen auftreten? Weil das ist ja der Kick oder das Neue in deinem Buch. Nein, überhaupt nicht. Keine einzige hat es für nötig gehalten zu sagen, das muss jetzt anonym gesagt werden. Das ist umso erstaunlicher, als in früheren Büchern diese Anonymität sehr heftig verteidigt wird. Und ich hatte auch das Gefühl, dass meine Interviewpartnerinnen sich untereinander verständigten darüber, dass sie sagten, es ist jetzt an der Zeit, die Geschichte des DGB oder der Gewerkschaften mal so zu schreiben, wie sie waren. Also auch Wahrheiten auszusprechen. Gudrun Hamacher zum Beispiel, die ja nun gestorben ist Anfang des Jahres, die wäre sonst wahrscheinlich auch hier gewesen. Die hat, die Gudrun Hamacher war im Vorstand der IG Metall. Ich dachte, in Frankfurt weiß man das. Und insofern hat die zum Beispiel gesagt, also die können mir ja die Rente nicht streichen. Ja? Also insofern ist einfach, es ist aber noch, man spürt an so einer Äußerung, dass es nicht selbstverständlich ist, offen und mit Namen auch über Dinge zu reden, die nicht Konsens sind in der Gewerkschaft. Die Gewerkschaft tritt ja in der Regel doch immer relativ homogen auf. Ich denke, eine Geschichte und überhaupt auch ein Auftreten der Gewerkschaften in einer Vielstimmigkeit wäre viel lebendiger und würde allen auch mehr Spaß machen, ja, also als jetzt sozusagen als ein wahrer Monolith dazustehen. Aber das ist natürlich, als kann ich als Journalistin leicht sagen, die Mehrheiten in den Gewerkschaften selber zu organisieren, wo ja auch ein Hauptteil der Arbeit von Gewerkschafterinnen drin steckt, auch von Gewerkschaftern. Das ist natürlich auch eine Arbeit, die getan werden muss und wo es an der Stelle ein bisschen eine andere Meinung geben kann. Und kannst du mal berichten, wie alles anfing bei Gründung des DGB? Weil die erste Frauengeneration, die sich in der Gewerkschaft engagiert hat, waren ja zum Teil Widerstandskämpferinnen gegen das Naziregime. Also die hatten was vor, sie wollten kämpfen. Wofür? Was wollten sie erreichen? Und welche Strukturen haben sie sich für ihre Frauenpolitik in den Gewerkschaften, konnten sie sich schaffen oder auch nicht? Also es kamen viele Frauen, Männer genauso, erstmal zusammen, sind in die Fabriken gegangen, in den eigenen einzelnen besetzten Zonen. Deutschland war ja damals noch in Besatzungszonen eingeteilt, zum Teil auch ehe überhaupt der Frieden da war, und haben angefangen, Gewerkschaften zu gründen und auch schon Beiträge zu kassieren, ganz wichtig dabei. Also auch dafür zu stehen dann mit, dass man auch Geld dafür gibt und sich dafür einsetzt. Und die Frauen kamen sehr häufig aus antifaschistischen Zusammenhängen. Sie waren in der Frauenbewegung der 20er Jahre aktiv gewesen, in Verbraucherorganisationen oder auch in den Gewerkschaften.
und hatten einen Teil in dem Widerstand auch gearbeitet und hatten Verhöre mit der Gestapo gehabt. All das ist sozusagen immer wieder gekommen in den Erzählungen und auch in den Protokollen übrigens. Auch das taucht da auf. In einzelnen sehr dramatischen Fällen weiß man, dass, das steht auch in dem Buch, dass eine der entscheidenden Gewerkschafterinnen von Russen vergewaltigt wurde, auch ein Kind aus dieser Vergewaltigung entstand. All solche Sachen gehören in diesen Alltag nach dem Krieg, die gehören in den Alltag der Bevölkerung, aber auch in den Alltag sozusagen der Gewerkschafterinnen nach dem Krieg. Und das ist sozusagen erstmal, das war mir wichtig, das zu sagen. Und 1945 bis 1949 wurde die Frauenarbeit und der Aufbau des DGB erstmal vorbereitet. Und 1949 in München fand dann der Gründungskongress statt. Und da kann ich ja mal ein bisschen von vorlesen. Es ist wichtig zu wissen, dass von den 400 noch was Mitgliedern, 14 Frauen nur Delegierte waren. Ja? So fing das an, so wenig Frauen waren überhaupt auf diesem Gewerkschaftskongress. Und das entsprach einem Anteil von 2,9%. Der reale Anteil der Frauen, wenig genug, betrug damals 13,3%. Also von den fast 5 Millionen Männern waren etwa 660.000 Frauen. Und das war das Verhältnis, aber es war wesentlich mehr, also es hätte wesentlich mehr sein können und müssen, als das jetzt da war, also auf diesem Kongress eine Rolle spielte. Und die wichtigen Frauen waren damals Liesel Kipkaule und Ingeborg Tönnissen, beide aus der britischen Zone. Sie gehörten zu den Delegierten, also damit auch zu den Ausnahmefrauen. Die Mehrzahl durfte als das Gastdelegierte, also jetzt der Frauen, ihrer jeweiligen zonalen Gewerkschaftsbünde dabei sein. Man merkt es an der Sprache, das ist nicht ganz gewohnt. Zonale Gewerkschaftsbünde können wir kaum noch verstehen. Also zu ihnen gehörten, sind alles wichtige Namen, die jetzt kommen, Maria Weber, Margarete Treder, Clara Döring, Clara Saalberg und Thea Harmuth. Diese Gründerinnen können heute als Mütter der Gewerkschaftsbewegung gelten. Der Gründungskongress widmete sich vor allem der Funktionsweise und den Strukturen des neuen DGB. Schon im Vorfeld hatten die Mütter der Gewerkschaftsbewegung weitsichtig dafür gesorgt, dass das Thema Frauenarbeit in der Organisationsdebatte auftauchte. Nur so konnte es gelingen, dass trotz der zahlenmäßig geringen Beteiligung von Frauen auf dem DGB-Gründungskongress, dass der bereits die Strukturen für die Frauenarbeit beschloss. Die organisatorische Struktur sollte, so der vorbereitende Ausschuss des DGB, gemäß den, so der offizielle Terminus, Personengruppen entwickelt werden. Zu diesen zählten damals Frauen, Jugendliche und Angestellte. Inzwischen sind Senioren, Alte noch dazu gekommen. Viel mehr ist es nicht geworden. In der am 13. Oktober 1949 verabschiedeten Satzung des DGB für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland hieß es über den Zweck des Bundes, dass er die Zitat Zusammenfassung aller Gewerkschaften zu einer wirkungsvollen Einheit und Vertretung der gemeinsamen Interessen auf allen Gebieten, insbesondere der Wirtschaft, Sozial- und Kulturpolitik sei. Dazu gehörte die Durchführung gemeinsamer Gewerkschaftsaufgaben für die Jugend und die Frauen. Also das sind erstmal sozusagen, als wurden die Strukturen eingezogen und dann ist im Grunde auch, geht es vor allem aber darum, dass wer kommt jetzt in den Vorstand? Den Frauen war eine Person versprochen worden und es ging dabei um, also sie selber wollten, Moment, jetzt muss ich hier die Namen nochmal, unsere wichtigen Namen, also es war Thea Harmuth,
ist eine der wichtigen, und Liesel Kipp-Kaule. Die Frauen wollten Liesel Kipp-Kaule haben, und nun kam es aber darüber zu einem Konflikt. Die Harmonie war gestört. Dabei ging es um Personalpolitik, also um die Besetzung der Vorstandspositionen. Während der Vorbereitungszeit für den Kongress war den Frauen eine Vertreterin im Vorstand zugesichert worden. Darüber kam es zum offenen Konflikt. Hans Böckler war auf dem Kongress gerade mit 397 von 474 Stimmen zum ersten DGB-Vorsitzenden gekürt worden. Nun wurde zur Wahl der Mitglieder des Vorstands aufgerufen. Neben den Namen Ludwig Rosenberg, Hans vom Hoff, Willi Richter und Albin Karl fiel der Name Thea Harmuth. Damals mag vielleicht ein enttäuschtes Stöhnen durch die kleine Gruppe der weiblichen Delegierten gegangen sein. Denn die Nennung Thea Harmuth stand dafür, dass der Personalvorschlag der Frauen, sie hatten Liesel Kipp-Kaule nominiert, nicht aufgegriffen worden war. Nun blieb ihnen nichts anderes übrig, als Flagge für die eigene Kandidatin zu zeigen. In der Aussprache meldete sich als erste Martha Sieger, DGB Hessen, zu Wort. Martha Sieger ist nachher diejenige, die Irmgard Blättel ausgebildet hat, die ist sozusagen in diesem Bereich tätig gewesen. Nur einfach mal, um klarzumachen, was für eine mutige Frau sozusagen im Hintergrund auch von Irmgard Blättel stand. Also Martha Sieger, die gelernte Buchhandelsangestellte, war schon nach dem Ersten Weltkrieg Mitglied in einem Frauenverband gewesen, in der Frauenliga für Frieden. Sie war es gewohnt, öffentlich zu sprechen, doch nun musste sie auf dieser feierlichen Gründungsversammlung all ihren Mut zusammennehmen. Während des Nationalsozialismus hatte sie mehrfach mit der Gestapo wegen der Verteilung pazifistischer Flugblätter Schwierigkeiten bekommen. Aber nun wollte sie sich gegenüber den eigenen Leuten durchsetzen. Erlaubt, dass auch einmal eine Frau zu ihnen spricht, begann sie, halb bittend, halb unterwürfig. Im Vorfeld sei den Frauen zugestanden worden, eine Frau in den Bundesvorstand zu schicken, aber ihre Vertreterin sollte nicht nur vom Geschlecht her eine Frau sein, sondern auch bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Und da möchte ich die Kolleginnen und Kollegen doch aufmerksam machen, dass wir eine Frau nötig haben, die in der Hauptsache Gewerkschafterin ist, und zwar schon lange, nicht erst so neu hineingekommen ist in die Bewegung, sondern eine, die hineingewachsen ist. Wir haben eine solche Kollegin, die wir Frauen uns schon ausgesucht haben, die wir kennen und schätzen lernten und auf den Frauenkonferenzen während der Schulung. Sie hat uns dort klare Wege gezeigt, wenn wir im Dunkeln tasteten, warb sie für die Nominierung von Kipp-Kaule. Wir Frauen sind ja noch nicht so weit wie die seit Generationen geschulten Männer. Ich erkenne das durchaus an, fuhr also Martha Sieger fort. Und wir sind froh, wenn wir unter unseren Geschlechtsgenossinnen eine Führerin finden, die uns die Wege zeigt und uns hilft, in der Gewerkschaftsbewegung weiter zu wachsen. Diese Frau ist Liesel Kipp-Kaule. Führerin? Ein Raunen ging durch den Kongress. Die unglückliche Formulierung ging einigen gegen den Strich. Nach dem Führer wollte man keinen neuen Führer, schon gar keine Führerin. Unbeirrt von ihrem sprachlichen Lapsus ging die hessische Gewerkschafterin Martha Sieger daran, die Verdienste von Liesel Kipp-Kaule aufzuzeigen. Kipp-Kaule sei es doch gewesen, die sich sofort nach dem Krieg daran gemacht habe, die Frauenbewegung innerhalb der Gewerkschaft aufzubauen, damit wir neben euch Männern bestehen und neben euch Männern mitarbeiten können. Ich bin mir vollkommen klar darüber, dass die Aufgaben im Bundesvorstand ungeheuer schwierige sind. Wichtige Aufgaben, nicht nur Frauenfragen, nein, alle gewerkschaftlichen Aufgaben sollten die Frauen miterleben, mitdenken, mit ihrem Verstand durcharbeiten, mitentscheiden zusammen mit den Männern. Von daher ist es wichtig, dass eine Frau in den Vorstand kommt, die nicht nur rein gefühlsmäßig arbeitet, eine Schwäche, die wir nun einmal besitzen, sondern eine Frau, die eben mit ihrem Verstande mitarbeiten kann an diesen Dingen und die eine ungeheure Wichtigkeit sogar über die Gewerkschaftsbewegung hinaus haben kann. Dass sie einen schweren Stand mit ihrem Vorschlag haben würde, war Sieger bewusst.
Zu unserem Leidwesen, fuhr sie fort, sind ja die Männer in einer so großen Überzahl hier. Die 14 ordentlichen weiblichen Delegierten sind eine so verschwindende Zahl, dass wir Frauen uns ein klein wenig schämen müssen gegenüber der Außenwelt. Sie drängte, warb, forderte, appellierte an die lieben Kollegen, dass sie das Votum der Frauen respektieren sollten. Lasst uns selbst die Frau vorschlagen, die wir uns als Leiterin in den Zusammenkünften ausgesucht haben. Die Gleichberechtigung stehe ohnehin schon in einem schlechten Licht da, wenn so wenig Frauen auf diesem Gründungskongress vertreten sind, der ja wohl eine historische Bedeutung hat. Siegers Forderung war die nach einer gewissen Autonomie der Frauen zum Wohle der Frauen und der gesamten Gewerkschaftsarbeit. Auch wenn der Begriff Autonomie noch nicht fiel, der damals auch nicht gebräuchlich war, so kämpften die Gewerkschafterinnen doch um ihre Vorfrau, ihre erste Alpha-Gewerkschafterin. Martha Sieger hatte sich auch noch gezwungen gesehen zu unterstreichen, dass Liesel Kipp-Kaules politisches Mandat im Bundestag geradezu für sie spreche. Während die Frauen in der Auseinandersetzung um Rationalität rangen, reagierte der gerade gewählte DGB-Vorsitzende Hans Böckler hart und klar. Kolleginnen und Kollegen, ich übe gern Galanterie, soweit solche den Gewerkschaftsangestellten überhaupt gestattet ist. Aber in diesem Fall, den ich hier zu besprechen habe, hat die Galanterie zu schweigen. Hier gilt es nach Zweckmäßigkeitsgründen zu entscheiden. Zweckmäßigkeit hieß für ihn, dass er eine volle Kraft, den vollen Einsatz einer ganzen Persönlichkeit für das Amt wollte. Bei Kipp-Kaule, die ein Bundestagsmandat wahrnehme, könne er diesen Einsatz nicht erwarten. Es gäbe schon genügend Männer in seinem Vorstand, die im Bundestag säßen. Der Vorstand solle aber ein Arbeitender sein. Die Frage, warum er keinen der Männer mit Bundestagsmandat für den Vorstand ablehnte, stellte auf diesem Kongress niemand. So, hier mache ich mal eine kleine Zäsur. Ich habe da natürlich auch einige, ich habe nur wenige getroffen in der Untersuchung, die Böckler noch kannten. Der historische Star der Gewerkschaftsbewegung, keine Stadt ohne Hans-Böckler-Platz oder Hans-Böckler-Straße. Und man weiß, zumindest gab es dort immer einen Gewerkschaftsbund, wenn es diesen Namen gibt. Und ich habe aber in Köln noch eine der Geschäftsführerin einer der Gewerkschafterinnen gefunden und dann hat sie gesagt, oh, dann war der doch nicht so gut. Also er hat sozusagen, müssen wir doch heute Kritik an ihm leisten. Ja, das gehört immer dazu, wenn jemand sehr idealisiert kommt, gibt es auch Schattenseiten. Ja, das ist sehr eindrucksvoll und könnte fast wie ein Lehrstück sein. Und dass also sozusagen rationale oder vernünftige Argumente überhaupt nichts nützen, wenn, ich würde es mal so sagen, die Zeit nicht dafür reif ist und die Frauen eben zu wenig Macht haben, ja? Also die Machtpolitik. Ich glaube, das war sehr eindrucksvoll und auch, ich finde, es zeigt auch den Mut und die schöne Sprache, weil sie für was Richtiges, Gerechtes eintritt. Und der Mut, der muss sehr groß gewesen sein, weil die Antwort von dem Böckler, eigentlich kann man dazu gar nichts sagen. Die Antwort ist so dumm, ja. Und das ginge heute wahrscheinlich nicht mehr so, aber ich finde, also kommt drauf an, wo man ist und mit wem man so zusammen ist. Ja, vielleicht also, noch mal als ja. Eine Erklärung, der Hintergrund dieser Auseinandersetzung ist natürlich, dass es das Personaltableau für die Einheitsgewerkschaft war. Kipp-Kaule war SPD und es ging darum, zwei CDU-Personen in den Vorstand unterzubringen. Und da gibt es auch pathetische Sätze in dem Buch, zum Beispiel von Irmgard Blättel, die sagt,
Sie haben es sich in den Gefängnissen versprochen, sich nicht mehr auseinanderdividieren zu lassen. Mhm. Also CDU und SPD-Gewerkschafter. Und dann hatten Sie nun Ihr Tableau fertig und das eine war halt mit einer Frau besetzt. Und es fiel Irmgard Plättel auch sehr schwer, im Interview dann irgendwann auch zuzugeben, zu sagen, da kann auch eine Diskriminierung drinstecken, dass es nicht zwei Männer waren, sondern dass die Frauenposition dafür genommen wurde. Ne, es ist eine Diskriminierung. Ja. Ich gebe es nur so wieder, wie es mir gesagt wurde. Also es ist eine und das ist also auch der, der Parteienproporz, der also für die Frauenpolitik im DGB, wie soll ich sagen, wie ein Korsett wirkte. Ja? Das ist also so etwas, wie das in dem, was du vorgetragen hast, also der Wunsch auch nach Autonomie damit unterdrückt und unterbunden worden ist. Das hast du ja in deinem Buch auch sehr anschaulich geschildert. Wir haben leider, glaube ich, jetzt nicht mehr so viel Zeit, darauf einzugehen, aber das ist auch heute vielleicht noch, da kenne ich mich nicht aus, aber wir sind ja jetzt erstmal nur bis 1990, schreiten wir fort, war das eine doch ganz wichtige Barriere und es ist eine Diskriminierung, wenn nur gerade der Frauenbereich das sozusagen aushandeln muss. Was mir noch aufgefallen ist oder worüber vielleicht wir noch sprechen sollten, die beeindruckende Vielfalt der Handlungsfelder, in denen Frauen gearbeitet haben, in den Gewerkschaften, also von der Sozialpolitik über Wirtschaftspolitik, Lohnpolitik, Mitarbeit in Selbstverwaltungsgremien und in Aufsichtsräten vor der Quotendiskussion. Und das ja schon sehr früh, in den 50er Jahren, in den 60er Jahren. Mit der Gründung der Sozialkassen. Ja, und also das waren vor Frauen, der Mitbestimmung in den, also jetzt Arbeitsämter oder Rentenversicherung, Krankenkassen, da gab es überall Aufsichtsräte und da saßen immer Gewerkschafter drin und entsprechend auch Frauen. Und die spielten früher noch eine größere Rolle als heute. Also das kommt auch noch hinzu. Und die Frauen in den Gewerkschaften waren ja mehrheitlich, kamen sie aus Arbeiterfamilien, also sie mussten für ihre Aufgaben ausgebildet werden. Und ja, ob du dazu noch mal was sagen kannst, vielleicht auch an der Person von Irmgard Plättel, also wie die Gewerkschaften diese Frauen, natürlich auch Männer, für ihre Aufgaben ausgebildet haben. Und da muss man eben immer diesen Zeitaspekt im Hintergrund haben. Das waren die 50er, 60er Jahre, als in der Bundesrepublik also Frauen überhaupt nicht gesellschaftlich unterstützt worden sind und staatlich für Erwerbstätigkeit Aufsichtsräten war überhaupt nicht im Gespräch. Ja. Also da war ja mal in einer Zeit die Gewerkschaft in bestimmten Fragen weiter als sonst die Politik. Und ob du dazu noch was sagen kannst, also mit diesen Aufstiegsmöglichkeiten und der Vielfalt dieser Handlungsfelder. Ja, Irmgard Plättel hat eine Ausbildung in einem Landwirtschaftsbetrieb. Die lebt in Els, also auch nicht so furchtbar weit von hier. Also hat an der Stelle hat sie angefangen im Bereich der IG Metall und als die Soldaten aus dem Krieg zurückkamen, gab es eine Konkurrenz, ob sie da bleiben kann. Es war nicht selbstverständlich. Der Kollege, der seine alte Stelle wiederhaben wollte, hat sich an den Chef gewandt und hat gefordert, dass sie entlassen wird. Und insofern hat sie erstmal also genau mit der Diskriminierung, die viele nach dem Krieg zu tun hatte, auch zu tun gehabt. Sie hat das Glück gehabt, dass sie ihre Stelle behalten konnte. Sie hat aber angefangen, sehr früh und das zunächst in katholischen Gruppen zu suchen, ob sie etwas finden kann. Ihre Schulausbildung ist, glaube ich, so etwa bei der 8. Klasse zu Ende gewesen und dann fing sie an zu suchen, was kann ich weitermachen, und hat mitbekommen, dass die Gewerkschaften, dass da ganz andere Themen plötzlich angesprochen wurden, dass es eben auch um diese Arbeitsbereiche, in denen sie Schwierigkeiten hatte, ging, und da ging bei ihr richtige, also fing an ihr Kopf zu arbeiten und sie fing an sich weiter zu interessieren. Und sie hat es dann geschafft, über eine dieser drei gewerkschaftlichen Akademien, es gab drei, heute sind es glaube ich nur noch zwei, die also in Dortmund, in Frankfurt und in Hamburg, wo die Gewerkschafter ausgebildet werden in einem eigenen
Ausbildungsbereich. Von Soziologie über Jura und was auch immer, wurde sie dann Rechtsschutzsekretärin für den DGB und hat das dann in Frankfurt hier angefangen. Es ging also nach Frankfurt und hatte also richtig gute Prozesse beim Sozialgericht geführt. Einer war zum Beispiel darüber, ob eine Witwe Rente kriegen kann, weil ihr Mann Krebs gestorben ist, und das war durch eine Bleivergiftung hervorgerufen. Und das ist ihr gelungen, so lange in den Archiven zu suchen, bis sie ein Dokument darüber gefunden hat, dass auch über die Zusammensetzung dieses Blei und dass es in diesem Flugzeug auch war. Und insofern hat sie also in vielen, vielen Prozessen auch eine Einzelfallhilfe dann geführt, wobei die Einzelfallhilfe dann auch heißt, dass es dann für andere weiter gilt. Bei solchen Urteilen ist das ja sehr entscheidend, und insofern ist da eine ganz wichtige Aufgabe, die im Rechtsschutz des DGB gemacht wird und auch erreicht wird. Und dann ist sie irgendwann entdeckt worden dadurch, dass es also zwischen SPD und CDU immer so geteilt war, wer diese Stellen kriegt, haben die CDU-Frauen, sprich in dem Fall Maria Weber, auch immer die Augen aufgemacht, wo gibt es jetzt kluge und wichtige und aktive CDU-Frauen in den Gewerkschaften? Die mussten ja für ihren eigenen Nachwuchs sorgen auch, ne? Und die auch ausbilden. Und insofern kann man da immer diese kleinen Netzwerke relativ gut nachverfolgen. Also Maria Weber hat Irmgard Blättel entdeckt. Irmgard Blättel hat später Ingrid Seerbrock gefördert und so weiter. Ja. Und entsprechend auch Rita Süssmuth, nochmal von der politischen Schiene. Also da gab es immer ein paar, die sozusagen auch diese liberalen, also jetzt nicht im Sinne von FDP, sondern von freiheitlichen Gedanken in der CDU auch weiter förderten und die auch in den Sozialausschüssen aktiv waren. Und letztendlich ist Irmgard Blättel ja dann sozusagen auch die Nachfolgerin von Maria Weber, um es jetzt mal zu kürzen, geworden, und war dann bis 1990 die für Frauen zuständige Vorstandsfrau im DGB. Also ich finde, dass dieser Aspekt in der Öffentlichkeit, also vor allem damals auch, viel zu wenig bewusst geworden ist und auch gewürdigt worden ist. Also die Gewerkschaften waren für Arbeiterinnen die einzige Chance. Ja. Doch vielleicht noch die Kirche. Also was der Picht mit der Bildungsreform später gemacht hat, hat ja eigentlich, also das Mädchen vom Lande wurde gefördert und konnte Abitur machen oder sollte Abitur machen. Nein, das war nicht die Absicht, aber das war der eigentliche Effekt dieser Pichtschen Bildungsreform. War ja eigentlich in den Gewerkschaften dann schon vorher, fand es einfach statt, es wurde praktiziert. Und man könnte das, ich glaube, du hast es irgendwo in deinem Buch so genannt, die materielle Basis der Emanzipation. Ja. Die wurde ja, also bei aller Kritik, auf die wir dann auch noch kommen, an der Gewerkschaftsarbeit, aber das ist ja sozusagen relativ früh in der Geschichte der Bundesrepublik schon gelegt worden. Man muss sagen, es gab überhaupt nur zwei von 1949 bis 1990, die über den akademischen Weg gegangen waren. Das waren Anke Fuchs und Monika Wolf-Mattis. Das waren Seiteneinsteiger. Alle anderen kamen sozusagen wirklich von unten über die gewerkschaftliche Ausbildung. Und da ist eine immense Arbeit geleistet worden, diese Frauen aufzubauen, auszubilden und überhaupt diesen Weg erstmal zu finden. Auch die Rundfunk, Hilde Junker-Selika war in der Abteilung des DGB, später war sie Rundfunkratsvorsitzende des WDR. Also das muss man sich auch mal vorstellen, da waren auch noch andere Karrieren möglich. Ja, vielleicht jetzt zum Schluss noch eine Frage abschließend. In welchen Handlungsfeldern war die Arbeit der Frauen im DGB erfolgreich? Hat sie zum Beispiel Einfluss auf die Gesetzgebung gehabt? Spielte die Arbeit der Frauen eine Rolle bei Anhörungen zu bestimmten Gesetzesvorlagen im Parlament, und in welchen Bereichen weniger?
Naja, das ist jetzt, da müsste man fast zu jedem Thema ein extra Buch schreiben. Ja, vielleicht sagen wir nur mal das Positive erstmal. Ja, also, man kann es, also da, wo es am erfolgreichsten war, ist Mutterschutz. Da ist die Mutterschutzgesetzgebung bis hin zu Elterngeld, Elternurlaub und so weiter. Da ist sozusagen eine ganz lange Kontinuität bis hin auch zu genügend Kindergärten und was auch immer. Da würde ich sagen, kann man sagen, das ist positiv. Bei Arbeitsschutz sonst ist es zumindest ambivalent. Da kommt es immer darauf an, welche Ansicht man dazu vertragt. Einige sagen, Nachtarbeit ist schädlich für Frauen. Das war lange die Haltung des DGB. Und während wir zu 218 auf die Straßen gingen, hat der DGB immer sich mit Schutz gegen Nachtarbeit beschäftigt. Da habe ich mich immer gefragt, warum reden die eigentlich immer zu über Nachtarbeit? Also, ist es nicht. Da kommt ihr nachher drauf, ja. Es sollt ihr ja auch. Also, aber es gibt auch die These dazu, dass man sagt, Mütter haben sonst keine Zeit. Also wenn die auch noch für ihre Kinder da sein wollen, müssen sie an irgendeiner Stelle ja auch noch ihre Existenz absichern. Der DGB hat sicherlich viel im Bereich der Bildung bewirkt, über die SPD, also über die politische Schiene. Es gibt Sachen, die er verloren hat, das ist den Ladenschluss. Das war ein langer Kampf, dass man gesagt hat, hier, wir wollen nicht, dass die Läden alle samstags oder gar sonntags aufhaben oder vielleicht noch bis in die Nacht. Und wo die Frauen bis heute absolut verloren haben, ist der gleiche Lohn. Da ist zwar immer, gibt es kleine Verbesserungen im Tarifbereich, die in jeder Gewerkschaft einzeln durchgekämpft werden muss, aber der gleiche Lohn ist so verheerend schlecht berücksichtigt worden in der Gewerkschaftsarbeit, dass da eigentlich die Gewerkschaften einen Input von außen brauchen. Und auf den warten wir immer noch. Den müssen wir, glaube ich, von außen geben. Also herzlichen Dank, ich danke fürs Gespräch und wir machen jetzt weiter in einer etwas anderen. Ich danke nicht nur für das Gespräch, sondern auch für das Buch, weil wir haben jetzt eine wertvolle Grundlage auch für weitere und andere Arten von Auseinandersetzungen und ich finde, das Buch hat auch eine große Wissenslücke geschlossen. Ja, die also bei mir übrigens auch. Bei dir auch. Gut. Bei mir. Also das ist eine große Wissenslücke da und wir müssen, ich glaube, es lohnt sich wirklich, daran weiterzuarbeiten und das ein bisschen bekannter zu machen. Und es gibt auch, es ist nicht nur, dass man weiß, was war, sondern ich glaube, es ist trägt für weitere Auseinandersetzungen, die wir heute haben. Und von daher finde ich das so wertvoll und nochmal ganz herzlichen Dank an Sibylle Plockstedt. Dankeschön. So, es geht weiter. Wir bleiben aber alle auf unserem Platz sitzen. Das zweite ist, Zeitzeuginnen kommen zu Wort. Zunächst stelle ich sie beide vor, Irmgard Meyer. Sie war von 1991 bis 2005 im Vorstand der IG Bau. Ich habe schon erklärt, dass das früher die IG Bausteine Erden war, unter der ich sie noch besser kannte. Nach 120 Jahren dieser Gewerkschaft war Irmgard Meyer die erste Frau im Bundesvorstand. Sie wurde 1985 auch die erste Frauensekretärin in einer von Männern geprägten Einzelgewerkschaft. Da muss man vielleicht dazu sagen, im DGB heißt Sekretärin nicht Sekretärin, wie wir das so verstehen, sondern man könnte das vielleicht ein bisschen übersetzen als politische Referentin, ja? Nicht, dass da falsche Vorstellungen kommen. Also sie war die erste weibliche politische Referentin in dieser Gewerkschaft. Diesen Job, dieses bisschen Frauenarbeit, wie es damals hieß, hatte sie von einem Mann übernommen. Gelernt hat sie den Beruf einer kaufmännischen Angestellten. Von ihrer Herkunft her lag Irmgard Meyer die Gewerkschaftsarbeit eigentlich nicht nahe. Ihr Vater war Binnenschiffer. Er hatte das Ziel, seinen fünf Kindern eine gute Ausbildung zu ermöglichen, was ihm, glaube ich, auch gelungen ist.
Als sie für die Frauenarbeit der IG Bausteine Erden damals zuständig war, absolvierte sie die gewerkschaftsnahe Akademie oder die gewerkschaftliche Akademie der Arbeit in Frankfurt, die Sibylle Blockstedt ja vorhin schon, auf die sie eingegangen ist. Ja, Irmgard Meyer lebt heute in Nîmes und in Frankfurt. Britta Naumann, heute Arold, ich sehe aber auf dem Schilde steht genau andersrum, aber da wir ja von 1945 bis 1990 jetzt erstmal in dem Rahmen uns bewegen, sage ich weiter Britta Naumann, ja? Ja, bis dahin stimmt's ja. Stimmt's ja, gut. Also sie war stellvertretende Vorsitzende der GEW von 1983 bis 1997. Als Arbeiterkind musste sie sich ihre Ausbildung und Studium hart erkämpfen. Einige Stationen möchte ich nennen. Sie studierte zunächst an der Kunsthochschule in Kassel, saß bei Arnold Bode, dem Begründer der Documenta, in der Meisterklasse und baute 1958 die zweite Documenta mit auf. 1963 ging Britta Naumann als Referendarin an die gymnasiale Oberstufe nach Frankfurt ans berufsbildende Seminar für sozialpädagogische Berufe. Sie engagierte sich in der Hochschulpolitik im Bereich Sozialpädagogik und in der neu gegründeten Fachhochschule in Frankfurt, an der sie später als Professorin und Vizepräsidentin tätig war. In ihrer gewerkschaftlichen Frauenarbeit, 1961 ist sie in die GEW eingetreten, hat sich Britta Naumann vor allem mit den Themen beschäftigt, Frauenförderung an den Hochschulen, weibliche Arbeitskraft und Frauenlebensläufe und Karrieremuster. Britta Naumann ist Trägerin des Bundesverdienstkreuzes. Sie lebt in Frankfurt. Also, zwei Zeitzeuginnen, wir haben Geschichte geschrieben. Irmgard, du hast gesagt immer, ich war die erste Frau oder die einzige Frau, wo immer ich auch war in der Gewerkschaft, vor allem bei der IG BAU. Also in einer durch und durch männlich geprägten Institution. Welche Erfahrungen hast du auf deinem Weg in den Vorstand dieser Gewerkschaft gemacht? Und vielleicht auch, worauf warst du stolz in deiner Arbeit oder mit deiner Arbeit? Ja, Erfahrungen habe ich unheimlich viele gemacht auf meinem Weg von ganz unten, aus einem Bauunternehmen, Betriebsrätin, in den ehrenamtlichen Funktionen, das waren die ersten Schritte in einem Bezirksvorstand, auch immer die erste Frau, dann irgendwann hauptamtlich, den Wunsch zu haben, hauptamtlich zu werden, weil einfach, ja, man will was verändern, ich wollte was verändern, mir hat manches nicht gepasst, mir hat manches nicht gefallen und da war noch nicht mal so im Vordergrund, dass ich die Erste sein wollte oder die Erste bin, sondern ich wollte was verändern. Und verändern kann man nur etwas, wenn man dann auch wirklich sich einmischt und etwas tut. Das war dann mein Weg zur Akademie. Der war mit etwas Hindernissen gepflastert und bestückt, weil es gar nicht so einfach war, an die Akademie zu gehen. Da konnte man nicht sagen, ich möchte zur Akademie der Arbeit gehen, bewerbe mich dort und die nehmen mich dann, gehen die Auswahlprüfung. Sondern man brauchte die Zustimmung seiner Gewerkschaft, dass man eine Empfehlung bekommt, zur Akademie der Arbeit zu gehen. Und das war gar nicht so einfach, weil da musste, ich komme aus Baden-Württemberg, bin eine Schwäbin, und da musste der Landesvorstand diesen Beschluss zweimal fassen, bevor ich dann endlich zur Akademie durfte. Und als ich dann endlich auf der Akademie war, dann war das ziemlich, ja, ich würde mal sagen, allen ziemlich suspekt. Ich soll Nachwuchssekretärin werden, also eine politische Sekretärin für im Bau, wo es so wenig Frauen gab. Und wenn es Frauen gab, dann waren die entweder die Architekten, Ingenieurinnen, die kaufmännischen und die technischen Angestellten, auch Minderheiten im Baugewerbe. Oder, heute sagt man Gebäudereinigerinnen, es waren die wenigen Putzfrauen, die wir organisiert haben. Damals waren Putzfrauen organisiert bei der Bausteine Erden, weil nämlich die ÖTV, das war die damalige zuständige Gewerkschaft, eben mit den Putzfrauen gar nichts am Hut hatte. Später hat sich das ganz, ganz anders dann dargestellt, weil das eben halt auch Mitglieder dann waren und auch eine bestimmte Stärke bedeutet hätte. Und ja,
Welches Image hat eine Putzfrau? Frauenarbeit in der IG Bau, eine Frauensekretärin, das bisschen Frauenarbeit, das kann man eigentlich so nebenbei machen. Und eigentlich waren das auch immer Aufgaben von Männern. Ich habe mich durchgeboxt, durchgebissen manches Mal. Und es war nie einfach, aber ich hatte genauso viel männliche Unterstützer, wie ich männliche Gegner hatte. Ich hatte natürlich aber auch genauso viel weibliche Unterstützung, wie ich weibliche Gegner hatte. Gell? Und verdanken tue ich eigentlich, dass es eine Frauensekretärin gibt. Ich wollte eigentlich sagen, Britta und ich sind wie, ich wollte erst sagen, wie Steinzeit und Raumfahrt. Weil GEW und Bausteine Erden, Männer, Bau und Erzieher, Lehrer, Wissenschaftler, uns trennen sicherlich, was das anbelangt, Frauenarbeit Welten oder haben uns getrennt. Aber wie schon gesagt, ich würde dann den wenigen ehrenamtlichen Frauen, die wirklich gekämpft haben, dass da was immer in Bewegung, immer so ein kleiner Stachel im Sitz, wenn dann jemand sich von den Männern sich bequem zurückgelehnt hat, das dann wieder ein bisschen gepikst hat. Hilde Pschunde und Grete Denner, denen würde ich Unrecht tun, wenn ich sagen würde Steinzeit, sondern dann sage ich halt Mittelalter. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, waren eben, sie haben mich stark gemacht, sie haben mich teilweise hart gemacht und die Sibylle hat ja in ihrem Buch ein Zitat von mir, vom Bundesfrauenausschuss, DGB-Bundesfrauenausschuss, drin, wo ich gesagt habe, als ich da reinkam, lange Haare, gell, ich war ja die Seiteneinsteigerin, ich war ja nicht die typische Gewerkschafterin, so von der Jugendarbeit bis irgendwo hin, relativ schnell und relativ auch ja, naiv vielleicht in manchen Dingen, weil was einem da erwartet, kann man wirklich gar nicht voraussehen, man muss es erleben. Und dann komme ich in diesen Bundesfrauenausschuss, sehe sehr gefestigte Strukturen, was so Frauenarbeit, politische Frauenarbeit anbelangt und sehe natürlich auch die Kolleginnen, die dann auch teilweise ganz schön hart sein konnten, auch ganz schön spitz und mit Ellbogen und habe erst dann später lernen müssen, dass ich auch auf dem besten Wege dann war, auch so zu werden wie die, weil man braucht diese Ellbogen, man braucht dieses dicke Fell, wenn man sich durchsetzen will und du hast so wunderbar von den 14 Frauen, 14 Delegierte, 400 Delegierte, 14 davon Frauen, das haben wir immer vorgefunden, das habe ich immer auch vorgefunden. Und das heißt, es war jedes Mal mehr oder weniger, mit mehr oder weniger Unterstützung genau der gleiche Kampf. So nach dem Motto, wir haben so viel Wichtigeres zu tun, wir haben so viele Probleme zu lösen und das bisschen Frauenarbeit, das kann es nicht sein. Und alles, was wir für Männer erreichen, das kommt auch den Frauen zugute. So, das war so immer auch der Tenor. Und es hat eigentlich ziemlich viel gekostet, bis ich eigentlich so auch Kraft und auch manches Mal so richtig an Substanz, bis Frauenarbeit sich dann in der damaligen BSE, Bausteine Erden, sich, ja, weil BSE ist natürlich auch noch eine andere Krankheit, und dass sich das durchgesetzt hat. Und es gab auch richtige Widerstände. Mir hat mein Geschäftsführer ganz klipp und klar am Telefon gesagt, bevor ich 20 Putzfrauen aufnehme als Mitglieder, organisiere ich lieber einen Maurer. Der macht mir weniger Probleme, bringt mehr Beitrag und von dem haben wir was. Da engagiert sich so die Frauen. So, und das war eigentlich immer so ein Problem, was mich auch begleitet hat. Und als Frauensekretärin besonders, und ich muss sagen, wie schon gesagt, ich habe genauso viele männliche Gegner gehabt, wie ich männliche Unterstützer hatte. Die Gegner waren immer nur lauter und die Unterstützer eher leiser, weil ja, das Negative, das ist natürlich das auch, was immer im Vordergrund. Du hast einen Fehler gemacht und das war dann, was wer arbeitet, macht Fehler und ich habe bestimmt viele Fehler gemacht, indem ich halt auch naiv und blauäugig an manche Dinge rangegangen bin, weil ich mir das gar nicht vorstellen konnte, dass man gegen Frauen solche Widerstände hat, weil ich habe doch meinen Kopf nicht, dass er den Abschluss vom Hals bildet,
sondern ich kann ihn einsetzen. Ich kann die Dinge genauso sehen und genauso handeln, wie es ein Mann kann. Und das waren schon teilweise auch sehr harte Erfahrungen. Aber sie haben mich stark gemacht. Und ich bin natürlich jetzt auf deine, würde am liebsten auf ein paar kritische Anmerkungen von dir, was die Frauen so mit gleicher Lohn und den Input von außen und so, aber das gehört jetzt nicht zu dem Teil, das machen wir nachher. Und insofern denke ich, meine Erfahrung war, es gibt nichts Schöneres als Gewerkschaftsarbeit, aber es gibt auch nichts Härteres. Man kann was mit für Menschen tun, man arbeitet mit Menschen und es ist ein unheimlich befriedigendes Gefühl, wenn man was verändern kann und verändert hat. Und es ist das Schlimmste, was einem passieren kann, weil man nur sehr begrenzt was verändern kann, weil man einen langen Atem braucht und weil man viele Rückschläge auch immer wegstecken muss. So, das sind so meine Erfahrungen. Und ich will von der Zeit her das auch nicht überfordern, aber ich würde heute sagen, wenn ich alles vorher gewusst hätte, was mich so erwartet, bin ich nicht ganz so sicher, ob ich diesen Weg gegangen wäre. Man wächst oder dann in dem Fall Frau wächst mit ihren Aufgaben. Und Frau bekommt auch eine bestimmte Herde dann. Aber es ist, wenn man immer die Einzige ist, die Erste, schon die Zweite danach kann nicht mehr nachvollziehen, was bedeutet, immer die Erste zu sein, immer die Einzige zu sein, immer die Ausnahme und nie die Regel. Und immer auch mit Themen, die eben, naja, die sind nicht unwichtig. Der Paragraph 218, Frauenförderpläne, Mutterschutz, das waren alles keine unwichtigen Themen. Aber wir haben doch so viel andere dringende Notwendigkeiten erstmal zu erledigen. Und dann kann man sich auch mit sowas auseinandersetzen. Nur ist eines der dringenden Probleme war erledigt und dann sind zwei neue aufgetaucht. Und damit immer diese Verschiebung. Das ist nicht unwichtig und wir machen es auch und da kümmern wir uns auch drum, aber es ist eben halt auch ein schwerer Weg. Und insofern verdanke ich vieles, was ich heute bin, diesem Weg, an Stehvermögen, an einer bestimmten auch Aggressivität, natürlich, ich kann beißen, habe ich auch gelernt. Und ich habe auch gelernt, ich muss einstecken, was manchmal auch ganz schön schwer war. Und man kriegt Nehmerqualitäten, man hat aber auch Geberqualitäten. Und das verdanke ich eigentlich meiner Gewerkschaft, indem sie es zugelassen hat, dass endlich eine Frau Frauenarbeit macht, weil sie hat es zugelassen, schweren Herzens. Mir wurden alle möglichen Optionen eröffnet, von der Gehaltsbuchhaltung für die führenden Personen in der Organisation bis weiß der Teufel was, aber eigentlich nicht für eine politische Funktion. Und ich habe dann irgendwann gedacht, im Betriebsrat muss es dich ganz normal für Männer einsetzen, da hat niemand was Unnormales dran empfunden. Im Bezirksverband als Ehrenamtliche hat auch niemand was Unnormales empfunden, dass ich mich politisch einsetze. Und jetzt soll ich auf einmal auf der Ebene wieder auf eine Funktion geschoben werden, die so typisch eine Frauenfunktion ist, weil da hat man halt die Frauen, gell, in solchen Zuarbeiterfunktionen in der zweiten, dritten Reihe und nie ganz vorne. Und ich denke, das hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Ich habe gebissen, ich habe mir es nicht gefallen lassen, ich habe gekämpft drum. Mit mir haben auch Frauen und Männer gekämpft, Kolleginnen und Kollegen. Und dafür stehe ich heute als immer noch die erste Frau in der IG Bau, die es in den Vorstand geschafft hat nach 120 Jahren. Und ihr werdet ein bisschen jetzt mal vielleicht schmunzeln müssen. Das war 1991, aber ich bin in die Jahre 12, 13, wann war der letzte Gewerkschaftstag? Das ist 13, gell? Ja. Unser letzter Gewerkschaftstag gab es doch tatsächlich vom Beirat, das ist das Gremium, das normalerweise vorschlägt, wer in den Vorstand gewählt werden könnte, gab es keinen Vorschlag für eine Frau. Und das im Jahre 2013.
1991 ich die Erste und im Jahr 2013 keine Frau. Und ein bisschen, wir haben als Gewerkschafterinnen gegenüber unseren eigenen Organisationen, unsere eigene, weil es ist meine Gewerkschaft, Beißhemmungen. Aber das hat mir wirklich fast den Boden wirklich unter den Füßen weggeschlagen, als ich das mitbekommen habe, das höchste Organ zwischen den Gewerkschaftstagen, zwischen den Kongressen, ist der Beirat und er bringt es fertig, noch nicht einmal eine Frau als Vorschlag zu nominieren. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich mich wieder ins Mittelalter zurückversetzt gefühlt und habe mich wirklich gefragt, waren wirklich über 20 Jahre Arbeit und gewerkschaftliche Frauenarbeit, sind die wirklich so, dass es nachher anders gekommen ist? Da habe ich mich riesig drüber gefreut, aber ich habe wirklich gedacht, sind 20 Jahre oder über 20 Jahre gewerkschaftliche Frauenarbeit einfach nur verschütt gegangen. Und das ist, was ich heute auch wieder feststelle, wir, die jungen Kolleginnen, und hier sind leider Gottes nur wenige, die jungen Kolleginnen lehnen sich ein bisschen zurück und meinen, eigentlich ist das der Lauf der Dinge und es ist alles gut eingespielt und vergessen, dass wie Demokratie auch gewerkschaftliche Frauenarbeit und gewerkschaftliche politische Frauenarbeit jeden Tag neu erkämpft werden muss. Und das, denke ich, ist nicht nur ein Problem der IGBAU, sondern das sehe ich auch in anderen Gewerkschaften. Und mit Distanz sieht man es viel kritischer noch, als wenn man drinsteht, weil innen, wenn man innen ist, dann beißt man nicht gerne, weil man weiß, dass man, wie hast du so schön gesagt, Gewerkschaften treten nach außen homogen und geschlossen auf, weil wir alle wissen, dass Gewerkschaften nur dann was verändern können, wenn man wirklich nach außen geschlossen und homogen auftritt. Und dann tut es natürlich, manchmal fällt es schwer zu beißen, wenn man eben nach außen nur was verändern kann, wenn man dann wie eine Wand steht, sodass man dann bei den Arbeitgebern und auch in der Politik was durchsetzen kann. Und deswegen, aber das konnte ich mir heute wirklich nicht verkneifen, das zu sagen, 91 und 2013 und wir fangen wieder bei Null an. Es war Gott sei Dank nicht bei Null, sonst glaube ich, wäre ich an meiner Gewerkschaft verzweifelt. So. Vielen Dank. Jetzt kommen wir zu der weniger männerstrukturierten GEW. Und die Frage, nur du. Ja, du weißt, man muss immer ein bisschen provozieren. Ja. Britta, wie ist dein Weg in der Gewerkschaft gewesen? Du hast dich mal, du hast gesagt, du seist eine Quotenfrau. Du würdest dazu stehen. Oder auch nicht. Und was sind deine Erfahrungen in einer doch aber anders strukturierten Gewerkschaft? Das muss man schon mal sagen. Ich will ja nicht sagen, dass es einfacher ist, aber bestimmt anders. Es war sicher einfacher für mich, in dieser Gewerkschaft irgendwas zu machen, aber so einfach dann auch wieder nicht. Vor allen Dingen bin ich ja nicht das, was man eine richtige Gewerkschafterin nennt. Mit meinem Lebensweg, ich komme zwar aus der Arbeiterklasse, was mir sowieso nie jemand geglaubt hat, aufgrund meiner akademischen Abschlüsse und weil ich in der Universität, in der Fachhochschule, aber ist ja auch nicht viel anders, als Professorin gearbeitet habe. Es hat auch nie jemand gemerkt, dass ich eigentlich die ganze Zeit bis auf 4 Jahre innerhalb meiner ganzen Gewerkschaftstätigkeit ehrenamtlich gearbeitet habe, dass ich also immer meinen Beruf ausgeübt habe und das auch gerne getan habe. Und also insofern, ich stand auch als Person nie zur Debatte. Das muss man vielleicht mal an dieser Stelle sagen. Deswegen habe ich ja irgendwann auch gesagt, ich muss mal den Namen loswerden. Und mein Mann sitzt ja da hinten mit dem schönen Namen Arold. Der hat zum Beispiel, als wir geheiratet haben, erst mal gesagt, wieso willst du denn den Namen Naumann abschaffen? Unter dem bist du doch bekannt geworden. Aber ich wollte einen Schlussstrich ziehen. Und ich finde es schön, dass er heute hier ist.
und wollte ihm für seine ständige Begleitung auch danken. Ja, Beruf, Ehrenamt, Gewerkschaft, das war unser Leben. Was anderes kannten wir Gewerkschafterinnen ja gar nicht, denn als wir eingestiegen sind, gab es auch keinen Weg mehr raus. Also wir haben in den eigenen Gewerkschaften, das habe ich gelernt in der ganzen Zeit, ja, wenn wir Frauenarbeit wirklich machen wollten, und wir wollten das ja auch, und manchmal sollten wir es nicht und, oder sollten es dann doch wieder, also es war immer sehr undeutlich. Wenn wir also Frauenarbeit machen wollten, konnten wir auch nicht irgendwann sagen, jetzt ist genug. Es war nie genug. Und es waren immer die Themen, die uns beschäftigt haben, wobei wir dann gelernt haben, dass Themen hauptsächlich von Frauen vorgetragen wurden. Das hängt natürlich auch mit den je eigenen Lebensverhältnissen zusammen. Ich meine, wenn wir im Beruf in der Minderheit waren, wenn wir Kinder hatten und nicht klar kamen mit der Kinderbetreuung. Ich muss dazu sagen, ich bin Jahrgang 36 und das war eine unordentliche Zeit, in die ich hineingeboren wurde. Und die unordentliche Zeit, die ist auch noch sehr lange geblieben, bis wir dann irgendwie sagen konnten, so, das machen wir jetzt und das ist jetzt unser Leben. Aber unser Leben war eben hauptsächlich Gewerkschaft und unser Leben war Vertretung von Themen, die hauptsächlich Frauen angingen. Und mich hat zum Beispiel nicht die Gewerkschaft an sich gereizt und die Struktur gebundene Arbeit, die man machen musste, sondern mich hat gereizt, dass es überall für Frauen schlechtere Bedingungen im Leben gab. Und dieses wollte ich eigentlich ändern. Und da habe ich zögerlich angefangen in der GEW. Das war ja ursprünglich mal eine reine Frauengewerkschaft und dann ist die runtergewirtschaftet worden. Als ich in der GEW angefangen habe, gab es überhaupt keine Frau im Vorstand und es war auch nicht gewünscht, dass es eine gab. Also es war ja alles so schön in Ordnung und wir waren ja alle so furchtbar gleich. Aber das stimmte alles gar nicht. Jedenfalls, als ich dann verstanden habe, dass man da nicht einfach mit Bitten oder mit der Definition von Themen etwas erreichen konnte, da gab es nur eins, dann musst du kandidieren. Denn wenn du irgendwo bist, kann kein anderer dann da sein. Nicht? Und das habe ich dann auch irgendwie in, ich weiß nicht, im wievielten Wahlgang, ich glaube im dritten, in dem Gewerkschaftstag mal durchgesetzt und bin dann auch von, wann war das, 81 bis 97 im Vorstand geblieben. 97, das ist heute nicht das Thema, wir haben ja nur bis 90 Zeit, nicht? Aber wir wissen ja alle, wie es weitergegangen ist. Und mich hat also sehr beschäftigt dann die Themensammlung, die Frauen vorgebracht haben und die ich alle aus der eigenen Existenz nur allzu gut kannte. Ich war dann auch schon zweimal geschieden und hatte vier Kinder, die alle großgezogen werden mussten, mehr oder weniger gut. Und die ganzen Einschränkungen im Tagesablauf, maximal 4 Stunden Nacht, ich meine, die Irmgard, die kann das auch bestätigen. Wir haben doch manchmal, wir sind abends ins Bett gegangen mit dem Thema, dass wir am nächsten Morgen in irgendwelchen DGB-Konferenzen vertreten mussten. Es war eben der Weg, der uns in den Gewerkschaften diktiert wurde. Und wenn du dann einmal gesagt hast, ich will das aber machen und ich will da bestimmte Veränderungen erreichen, dann fängst du auch an zu kämpfen und dann suchst du dir auch die Feinde aus. Und oft waren es die Männer, die man sich als Feinde ausgesucht hat, aber gelegentlich waren es dann auch die Frauen.
Und ich habe zum Beispiel erlebt, dass ich eigentlich in der gesamten Frauenriege der Gewerkschaften hinreichend Feinde hatte, sodass man also manchmal, dass ich manchmal gedacht habe, was tue ich mir dann an? Ne? So, aber es gab die Notwendigkeit, Benachteiligung zu eliminieren oder wenigstens zu versuchen zu eliminieren. Es gab dann schnell das die Erkenntnis, dass das nur möglich ist, wenn man auch die gesamte Ausbildung von Frauen, die gesamte Bildung von Frauen ändert, damit die verstehen, dass man sich auch einsetzen muss oder dass sie überhaupt mal das Rüstzeug erwerben. Wir hatten ja in der GEW nicht eine so tolle Sache mit den Schulungen, nicht, der Frauen und Männer für Gewerkschaftsarbeit. Also das gab es ja bei uns nicht. Wir mussten ja alles selber machen, haben wir aber auch gerne getan. Und da kommt man automatisch auf die sogenannte Frauenförderung. Das war überhaupt kein Thema am Anfang meiner Gewerkschaftsarbeit. Und wenn man dann das Thema Frauenförderung ordentlich buchstabiert, dann sitzt man bei der Quotierung. So, und das Buch, das Sibylle geschrieben hat, das war für mich ein Ereignis, nicht weil ich da öfter zitiert worden bin, sondern weil da Dinge zitiert werden, die wir überhaupt nicht mitbekommen haben von den Kongressen. In den Kongressen im DGB und wurden die Wortbeiträge ja aufgezeichnet. Und dann, wenn wir Glück hatten, kriegten wir, Marita, du nix da, ne? Du weißt das auch. Wenn wir Glück hatten, kriegten wir abends noch die Aufzeichnung zu lesen. Wenn wir dann nicht zu müde waren und gesagt haben, nun lass doch mal gut sein. Wir haben das nie wieder gesehen. Und es ist das hervorragende Ereignis dieses Buches, dass also solche Protokollaufzeichnungen nun plötzlich in die Öffentlichkeit gekommen sind. Wir haben das auch später nie wieder gesehen. Das spielte auch im DGB-Bundesfrauenausschuss keine Rolle. Es war einfach weg. So, und was ich dann natürlich richtig gut finde, dass man nachlesen kann, was man da selber gesagt hat. Also diese Redebeiträge zur Quotierung, wo man dann auch ausgepfiffen wurde im Kongress, also die Pfiffe sind im Protokoll nicht verzeichnet. Manchmal steht Unruhe oder Unmutsäußerungen, ja, oder Zwischenruf sowieso. Wenn man dann in der Bütt steht, wie man das so auf Kongressen des DGB immer genannt hat, da kriegt man das ja gar nicht mit, was da eigentlich so abläuft. Man ist aufgeregt, bis man drankommt. Ja? Dann hat man vielleicht eine Aufzeichnung gemacht, die also durch die vorhergehende Diskussion schon wieder obsolet ist. Und man muss dann ad hoc was Vernünftiges sagen und ist überhaupt nicht in der Lage einzuschätzen, ob es denn nur vernünftig war oder nicht. Ja? Akademischer Grad hin und weg. Also das war dann immer, man wusste das nicht. Wie kommt das an und was wird daraus? Und wenn dann noch die Pfiffe kamen oder hinterher kam dann vielleicht so ein großer IG Metaller an und sagte, ach Mädchen, was du da erzählt hast, das kannst du in 20 Jahren mal wiederholen, dann bin ich nicht mehr zuständig und dann kannst du machen, was du willst. Also wenn dann solche Sprüche kommen, ja, das ist ja alles passiert, dann denkt man, man ist im falschen Film und will das eigentlich nicht machen. Und dann passiert das, was Irmgard eben so außergewöhnlich präzise gesagt hat, man wird hart. Kämpfe machen hart. Und dann kandidiert man ohne diesen ursprünglichen Impetus, dass man was ändern will, sondern dann kandidiert man für die nächsten 4 Jahre, und das habe ich ja mehrfach gemacht, weil es noch was zu regeln gibt. Ja? Also man kandidiert nicht, weil man es
so gerne möchte und weil das so toll ist in diesem Gremium. Und in diesem DGB war auch nicht alles toll. Also da gab es schon allerhand Merkwürdigkeiten. Nicht? Da wurde schon immer ausgekungelt, wer nun der nächste Vorstandsvize wurde oder warum man Ursula Engelin-Käfer nun endlich mal die kurzen Röcke verbieten sollte und so. Also unanständige Sachen wurden dann so hinter der Tür erledigt. Das macht krank. Ja? Und da will man eigentlich irgendwie auch nur noch durch. Und wenn man dann sich entscheidet, nicht mehr zu kandidieren, ist das toll. Aber wenn man kandidiert und dann nicht gewählt wird und dann noch mit dem Hinweis, dass man lieber eine Vollblutfrau doch an der Stelle hätte, wo ich bis jetzt gewesen bin. Also das hat mich schon relativ gekränkt. Nicht? Und von daher ist es ja auch sicher verständlich, dass man sich dann, wenn man die Arbeit getan meint oder wenn die Arbeit erledigt ist, man meint es jedenfalls, dass man sich dann zurückzieht und dann mit solchen Sätzen Fragen beantwortet, die Fragen zum Beispiel, hat dir das nichts ausgemacht, dass du jetzt nicht mehr dabei bist, dann sagst du, ja, das hat mich vom Herzinfarkt bewahrt. Das eine ist so blöd wie das andere. Ja? Aber es sind merkwürdige Sachen, die da so passiert sind. Und ich denke, dass die Gewerkschaften heute in keinem besseren Zustand sind. Dass die Gewerkschaften heute? Heute nicht in einem besseren Zustand sind, als wir es damals waren. Und es ist nicht so, dass man also dieser Zeit nachhängt, weil sie so toll war. Es ist aber auch nicht so, dass man diese Zeit vergessen möchte, weil man hat bestimmte Dinge erreicht. Meine Gewerkschaft zum Beispiel besteht inzwischen aus mehr als 50% weiblichen Mitgliedern und im Vorstand, gibt es da noch einen Mann? Ja, einen, ne? Oder zwei. Aber das sind weniger geworden, ja? Bitte? Ja, der Norbert Hocke ist für sozialpädagogische Berufe zuständig. Ja, und wer ist es noch? Ja, den kenne ich nun seitdem ich Gewerkschaftsarbeit mache. Seit der Zeit ist er auch dabei. Nicht? Wir haben uns mit der ÖTV damals ÖTV gestritten. Wer darf nun die Sozialen organisieren? Ja? Also auch solche Streitigkeiten hat es bei uns gegeben. Also ich will das gar nicht weiter ausweiten. Ich will auch kein Jammertal beschreiben. Aber manchmal war es schon eins. Ja. Im Bundesfrauenausschuss habe ich gelernt, im DGB-Bundesfrauenausschuss habe ich gelernt, was die richtigen Gewerkschafterinnen waren, die also diese Klinkenputzerei von vornherein gemacht haben. Ich habe auch lange nicht verstanden, warum es gedauert hat, bis Seiteneinsteigerinnen dann akzeptiert wurden. Es hat auch lange gedauert, bis ich zum Beispiel die Vorsitzende Irmgard Blättel verstanden habe, aber die habe ich später sehr, sehr unterstützt, weil sie hat also Dinge gemacht, die ihr auch nicht in die Wiege gelegt waren. Und ich denke, dass der Bundesfrauenausschuss im DGB eine wesentliche Rolle gespielt hat, um bestimmte Dinge auch zu ändern oder wenigstens die Änderung anzufangen. Das hat mir lange Zeit auch wirklich gereicht. Heute bin ich froh, dass ich im Ruhestand bin und bin aber gerne hier, weil es gibt ja nicht mehr so viele von uns, die noch was erzählen könnten und ihren Unmut oder ihre Lust definieren könnten in solchen Zusammenhängen. Herzlichen Dank an die beiden Zeitzeuginnen. Vielleicht solltet ihr mal in die Schulen gehen.
Das meine ich ernsthaft. Wir sind im Ruhestand. Wir gehören zur aussterbenden Generation. So einfach ist es. Also in der Gewerkschaft hat man gelernt, wegzustecken, aber das lernt man woanders auch. Dazu braucht man nicht in die Gewerkschaft zu gehen. Und das andere, mit der Beißhemmung, das fand ich interessant, Irmgard, bei dir, dass du beschrieben hast, und ich habe ganz wenig Erfahrung, aber die gehen in dieselbe Richtung, Gewerkschaftserfahrung, dass man sich lernt, wenn es eine männerdominierte Domäne ist, als Frau sich durchzusetzen. Und was ich sofort wusste, ist, du darfst nicht zickig werden. Ja? Das habe ich mir also eingefleischt. Und ich glaube, das ist der, das ist eine ganz wichtige Position, also Beißhemmung zu verlieren, ja, in den ganzen Kampffeldern innerhalb der Gewerkschaft. Das andere, worüber ich auch gerne mit euch oder wir diskutieren wollen gemeinsam, ist, ob das nach außen hin so fruchtbar ist, ja, wenn, wie in dem Gründungs- und damit kommen wir zur letzten Runde, Feminismus und Gewerkschaftsfrauen, wenn wie in dem Gründungsdokument, das Sibylle Plockstedt vorgelesen hat, unter anderem natürlich steht, und das war damals auch absolut richtig, wir haben gemeinsame Ziele, wir treten für gemeinsame Aufgaben ein und das machen wir zusammen, gemeinsam. Das heißt natürlich, nach außen hin sind wir en bloc, ja, und Differenzen, und so hart und heftig sie auch sein mögen, sollen nicht nach außen treten. Aus heutiger Sicht, heute fragt man sich natürlich, ob das der Frauenpolitik im DGB so günstig ist, wenn sie sich, weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, oder du, Sibylle, hermetisch abschließt. Ja? Und zu dem Komplex vielleicht können wir einsteigen jetzt in Feminismus und oder Frauen, neue Frauenbewegung aus den 70er Jahren, die in den 70er Jahren entstand, und Gewerkschaftsfrauen. Und da gilt jetzt das Zeitfenster nicht mehr, ja, also wir diskutieren Probleme und wie das Verhältnis, wie ihr das Verhältnis seht, also einmal unter dem Aspekt nach außen gemeinsam auftreten, Differenzen nicht zu stark raus äußern und demgegenüber die Forderung von der jungen, neuen Frauenbewegung nach Autonomie und das auch mit unter Anerkennung, dass es unter Frauen verschiedene Interessen gibt und dass Frauensolidarität nicht einfach ein Brei ist, sondern dass auch Frauen unterschiedliche Interessen haben. Also dieses Verhältnis. Ja, Sibylle? Also ich glaube, in dieser Phase jetzt trotzdem bis 2010, erstmal bis 1990, hatte die Gewerkschaftsfrauenbewegung das Glück, dass es von außen eine autonome Frauenbewegung gab, die permanent an die Türen pochte. Nicht unbedingt in dem Sinne, in dem sie sagte, jetzt ich will hier eintreten, sondern in dem einfach bestimmte Frauenthemen auch von anderer Stelle vorgegeben waren. Der 218 ist eines. Der ist jetzt nicht in dem Sinne nur von der autonomen Frauenbewegung vorgegeben worden. Die Gewerkschafterinnen waren in den Anhörungen natürlich immer viel früher damit befasst. Weil das ist ja sozusagen auch in dem parlamentarischen System, in das dann auch die Expertisen der Gewerkschafterinnen angefordert wurden und in dem auch ständig Gespräche mit Abteilungsleiterinnen und auf den entsprechenden Ebenen oder Telefonate aus dem Vorstandsbereich mit den entsprechenden Ministern oder Ministerinnen geführt wurden. Da sind die Gewerkschafterinnen viel schneller und viel mehr verzahnt. Aber die oppositionelle Bewegung dagegen, die kam von außen und kam sozusagen aus der autonomen Frauenbewegung und hat natürlich auch etwas in der Gewerkschaft bewirkt. Und da ist auch etwas bewirkt worden, dass das eigentlich das Büro des DGB, die Frauenabteilung, nicht SPD-nahe waren. Da hätte man das wahrscheinlich gar nicht sofort gemerkt. Dadurch, dass es viele Anträge auf den Gewerkschaftskongressen gab, zum 218 zum Beispiel, und die dann
auch abgestimmt wurden, aber nicht immer in demselben Maße auch umgesetzt wurden. Ja, dass die Realität, wie nachher damit umgegangen wurde, ist nochmal eine andere. Nach Beschlusslage oder wie? Nein, da ist auch manches dann vielleicht nicht so heftig ausgeführt worden. Da mussten auch Maria Weber und auch Irmgard Blättel erstmal sich über ihren Glauben gewiss werden, wie sie mit dem Thema Abtreibung umgehen. Sie sind nun mal beide sehr strenge Katholikinnen gewesen, und beziehungsweise Irmgard Blättel ist es auch heute noch. Und sind dann eben auch zu dem Jesuitenpater Nell Breuling gegangen und haben mit dem diskutiert und haben überhaupt erstmal sich eine Position da geholt. Haben aber auch mit uns diskutiert. Ja, ja, das ist natürlich, das sagst ja. Du gleich, das weißt, da warst du dann dabei. Und da ist, aber von daher ist an der Stelle erstmal ein Anstoß von außen auch wirksam geworden. Einen, den ihr wahrscheinlich an der Stelle auch genauso dann wieder aufgenommen habt. Ja? Insofern ist es eine Glücksphase für die Gewerkschaftsbewegung, dass es sozusagen, oder für die Frauenbewegung in den Gewerkschaften, dass es diese beiden Stränge gab. Ob es immer so Glück war, weil ich denke, gerade so bei der autonomen Frauenbewegung, Gewerkschaft, die hatten wir ein ganz anderes Aufgabenfeld erstmal. Ja. Unser Aufgabenfeld war eben, Arbeits- und Lebensbedingungen von Arbeitnehmerinnen zu verändern und zu verbessern. Das war das eine. Das dann natürlich auch dazugehört, Arbeits- und Gesundheitsschutz, nämlich Nachtarbeit, die Diskussion um Nachtarbeit. Nachtarbeit ist auch für Männer nicht unbedingt förderlich, Nacht- und Schichtarbeit. Da muss man auch drüber diskutieren. Das dann natürlich dazu gehört auch das Problem Schwangerschaft, Mutterschutz, ja. Kinderkriegen, Kindererziehung, Kinderbetreuung, solche Dinge. Es war nicht immer förderlich, weil ganz bestimmte Dinge eher uns dann ins Gesicht geschlagen haben in der gewerkschaftlichen Frauenarbeit aus der autonomen Frauenbewegung. Manches hat uns befördert, der 218, das gebe ich ganz offen zu, der wäre nie in dieser Deutlichkeit in den Gewerkschaften, in dieser Intensität diskutiert worden, wenn es nicht eben die autonomen Frauenbewegung gegeben hätte. Aber viele Dinge haben uns dann auch wirklich mal wieder ein Bein gestellt, weil unsere Männer dann natürlich zu Recht gesagt haben, Leute, wir haben ein ganz anderes Aufgabenfeld und da haben wir so viel zu ackern. Du hast es angesprochen, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, gell? Da ackern wir heute noch dran. Und solche Dinge, oder Arbeits- und Gesundheitsschutz in ganz bestimmten Bereichen, wo wir gerne hätten, oder bei der Rente, soziale Absicherung von solchen Dingen. Und deswegen sage ich, uns hat es schon beflügelt und auch, es war ein Input da, aber es war manchmal genauso auch gut, das Fußstellen bei dem, was wir schon auf dem Weg waren. Und bei den Anhörungen, da haben wir unsere Probleme schon auch eingebracht. Wir sind ja als Gewerkschaften bei dem Gesetzgebungsverfahren im DGB immer mitbeteiligt gewesen, wenn es dann darum ging. Da wurden wir schon gehört und da haben wir auch natürlich die Dinge eingebracht. Aber letzten Endes waren nicht unsere Gegner, waren nicht die Gewerkschaftskolleginnen und Kollegen in Vorständen oder in Gremien, sondern es waren Arbeitgeber und teilweise auch Politik. Ja, natürlich. So, weil die Arbeitgeber, die hatten kein Interesse für gleichen Lohn für gleiche Arbeit. Die hatten auch kein Interesse, eine andere Kinderbetreuung zu organisieren. Das war Geld für die. Warum? Wir kriegen doch Arbeitskraft viel billiger, wenn wir das so, wir können sie holen und wieder wegschicken. Und das denke ich, da war das Feindbild Männer haben wir in der gewerkschaftlichen Frauenbewegung so nicht gehabt. Obwohl mich mein erster Chef, wo ich hauptamtlich, also wo ich die politische Funktion auch mal im Vertrauen gefragt hat, sag mal, hast du eigentlich was gegen Männer? So. Ja, ja. Ja, gut, ich habe nichts gegen Männer gehabt, gell? Aber gut, in Ordnung, er hat es so empfunden, gell? Weil man halt für Frauen dann anders kämpfen muss. Aber wie schon gesagt, autonome Frauenbewegung hat uns beflügelt. In manchen Dingen hat uns befruchtet, hat auch Input gegeben, aber in manchen Dingen war sie auch sehr hinderlich, um Arbeits- und Lebensbedingungen tatsächlich mit Arbeit geben und in Politik verändern zu können. Kannst du dazu ein konkretes Beispiel sagen? Also was mir aufgefallen ist, deine Themenwahl. Also die einige Themen rund um die Existenzsicherung und um Erwerbsarbeit, das ist sozusagen, hat die Priorität. Und andere Themen
mit denen sich auch die neue Frauenbewegung beschäftigt hat, wie sexuelle Belästigung, Vergewaltigung in der Ehe, Hausarbeit, der Wert der Hausarbeit, die ungleiche Arbeitsteilung im Privaten, spielte doch auch eine Rolle. Und wenn du sagst, wir haben an einem Strang gezogen, zum Beispiel in der Alterssicherung, da kommt es ja unter anderem auch darauf an, von welchem Standpunkt aus man die Qualität oder die Kritik an der Alterssicherung führt. Und der Standpunkt, von dem man das aus behandelt ist, sind die Lebenserfahrungen und Lebensverhältnisse von Männern und Frauen, und die sind nicht gleich. Und die sind auch bei der Nachtarbeit nicht gleich. Wenn Frauen Nachtarbeit machen müssen oder machen, dann müssen sie tagsüber die Kinder betreuen. Wenn Männer Nachtarbeit machen, müssen sie das nicht. Ja, gut, in Ordnung. Natürlich sind es zweierlei Stiefel. Natürlich sind es zweierlei Stiefel. Aber weißt du, ich muss dir jetzt mal ganz ehrlich sagen, und da bin ich heute noch richtig, eine richtige Gewerkschafterin und wahrscheinlich keine Frauenpolitikerin. Wenn ich nichts auf dem Brot habe, weil ich so wenig verdiene, dass ich mir wirklich maximal beim Aldi oder irgendwo eine Margarine leisten kann, dann ist mein erster Schritt, dass ich versuche, Lebens- und Arbeitsbedingungen und damit auch Lohnbedingungen für die Frauen zu verändern. Weil dann kommt alles andere erst weit hinterher. So, dann kommt alles weit hinterher. Naja, vielleicht muss man auch noch mal eine Sache sagen, dass die Gewerkschaften sich lange geweigert haben, gesellschaftspolitische Themen zu behandeln. Weil die anderen einfach, also mir ist das, als wir zum Beispiel in der GEW war das ja einfach, und da ich in der Hochschule arbeitete, waren mir die Frauen, die autonomen Frauen ja sehr, sehr vertraut. Die hast du halt in deinem Seminar sitzen und bei den Ausschüssen in der GEW, da hast du nie den Unterschied gemacht, ob das nun gestandene Gewerkschafterinnen waren oder autonome Frauen. Also den Unterschied gab es überhaupt nicht, und der ist ja auch schwer zu erklären. Das gebe ich ehrlich zu. Also ich hätte das nie erklären können, wo der Unterschied lag. Aber wenn wir dann die Themen aufgegriffen haben als Gewerkschafterinnen, dann kam gleich von den Gewerkschaften, also nicht so sehr von unserer, aber von den anderen, der Hinweis, ja, das geht uns nichts an. Mit dem, was Irmgard eben gesagt hat, was die originären Aufgaben einer Gewerkschaft sind, wurde da gearbeitet. Und dass zum Beispiel es lange gedauert hat, bis der 218 überhaupt ein gewerkschaftlich behandeltes Thema wurde. Da musste man die ganze Latte der Zusammenhänge zu 218 aufzählen und musste dann sehr vorsichtig sein, dass man ja nicht in die Lage kam, eine Kindsmörderin zu sein. Ja, so hart waren die Diskussionen damals. Ja. Es hat wirklich lange gedauert, bis die Gewerkschaften sich daran gewöhnt hatten, dass wir Frauenarbeit mit gesellschaftspolitischen Themen vorantreiben wollten, ja? Weil sich das, weil das notwendig war. Und wir mussten sehr vorsichtig argumentieren, wenn wir zum Beispiel die von uns allen akzeptierten Grundsätze zu der Veränderung von 218 formuliert hatten. Wir mussten ja erstmal unsere Mehrheiten suchen. Das heißt, ich musste, wenn ich einen Antrag geschrieben habe oder einen übernommen habe aus der Frauenbewegung, dann musste ich erstmal in meinem Frauenausschuss die Mehrheit haben, dann musste ich in meinem Vorstand die Mehrheit haben, dann durfte dieser Antrag vielleicht in einer veränderten Form oder, wenn ich Glück hatte, in der von mir vorgeschlagenen Form, musste dann in den DGB-Frauenausschuss gegeben werden, dann wurde er in den Ausschüssen behandelt und dann kam er vielleicht irgendwann, wenn wir den Termin eingehalten haben, ordentlich, ne, auch noch in den Kongress. Und im Kongress wurden dann
für einen Antrag 218 vielleicht 35 Änderungsanträge gestellt. Und wenn wir das versucht haben, ich sage es jetzt mal von mir aus, wenn ich dann versucht habe, mit den autonomen Frauengruppen über diese Zwänge zu reden, dann war die Diskussion zu Ende. Das wurde nicht akzeptiert. Ich habe dann noch mal versucht, immer zu sagen, ja, wenn ihr keine Struktur habt, wo ihr das weitergeben könnt, sodass das irgendwann öffentlichkeitswirksam beschlossen wird und dann auch zur Umsetzung ansteht. Und was ganz wichtig ist, dass ihr kontrollieren könnt, ob die Umsetzung passiert. Die passiert ja auch bei Beschlüssen manchmal sowieso nicht, aber man hat immerhin die Möglichkeit nachzukontrollieren und darauf aufzubauen. Also das war die eigentliche Auseinandersetzung mit den autonomen Frauen. Die war nicht inhaltlich, sondern die war im Grunde formal und strukturbezogen. Und wir haben uns natürlich als Gewerkschafterinnen, wir haben uns fürchterlich angestrengt, diese Basisgeschichten aus der autonomen Frauenbewegung so weit zu promovieren, dass daraus ein Beschluss zustande kam und was da für Diskussionen mit Männern und mit Frauen dazwischen lagen, das kann ich heute überhaupt nicht mehr beschreiben, dass wir das durchgestanden haben, gerade bei 218. Sibylle? Ja, es gab ja nun in der Zeit auch die Dekade der UN, wo sich auch autonome Frauenbewegung und Gewerkschafterinnen im Rahmen des Frauenrates trafen, also und auch miteinander diskutierten. Am Anfang sehr konfrontativ. Ich weiß, dass ich in Berlin selber noch im Jahr 1975, im Jahr der Frau, als Maria Weber das mit eröffnete, da gehörte ich mit zu denen, die da ein Go-In in der Kongresshalle machte. Ja? Also das war eigentlich noch ganz, ganz witzig. Und später haben dann die Gewerkschafterin Marlies Kutsch dafür gesorgt, dass ich mit zu den Frauenkonferenzen fuhr, auch als die Courage zu Ende war. Also das war eigentlich eine sehr solidarische Aktion dann. Aber ich denke, es gab innerhalb der autonomen Frauenbewegung immer auch unterschiedliche Strömungen, die auch nicht hierarchisch sich verorten ließen. Das ließ sich ja nicht durchsetzen innerhalb der Frauenbewegung. Aber die auch immer wieder das Thema Gewerkschaft aufnahmen. Und das Thema sexuelle Belästigung ist an der Stelle so ein Thema, was auch am Anfang natürlich auch auf Widerstand in den Gewerkschaften stieß, auf erheblichen. Ja, als ich da Broschüren schrieb, auch für die Gewerkschaften, für den DGB, da wurde ich von den Mitarbeiterinnen der DGB-Frauenabteilung gefragt, warum willst du eigentlich immer für die Gewerkschaften schreiben? Ja? Also es wäre ihnen viel lieber gewesen, wenn sie mich los gewesen wären, ja? Weil es einfach natürlich auch Ärger und Reibereien für sie bedeutet hatte. Aber ich habe ja dann mit vielen, auch die hier sitzen, auch Seminare gemacht und das war ja auch eine wichtige Arbeit. Und zugleich ist aber da auch die Frage des Lohnes mit drin, denn also auf der UN-Frauenkonferenz waren ja auch immer die Themen, dass Gewalt zu Armut bei Frauen führt und dass das zusammenhängt. Also an der Stelle gibt es, glaube ich, Themen, die vielleicht nicht so in einem bestimmten Ablauf sind, aber die thematisch miteinander verschränkt sind und tatsächlich dann auch zu wichtigen Ergebnissen geführt haben. Und so wie ihr in den Gewerkschaften, Irmgard, eine Streitbeziehung hattet oder zu euren Gewerkschaften, hatten wir die natürlich auch untereinander innerhalb der autonomen Frauenbewegung und wir zu euch natürlich auch. Aber Reibung macht auch Wärme, oder? Mhm. Ja. Ja, Irmgard, und dann würde ich vorschlagen, öffnen wir die Diskussion ins Plenum. Ich glaube, es gibt genug Diskussionsbedarf. Irmgard? Die Sibylle, deswegen habe ich gesagt, ich möchte mich da noch etwas was dazu sagen. Thema sexuelle Belästigung. Sibylle hat es damals der DGB-Bundesfrauenausschuss vorgestellt und wir alle unsere eigenen Erfahrungen hatten mit solchen Dingen, haben natürlich auch gesehen, es besteht eine Notwendigkeit, dazu zu tun. So. Da war ich Frauensekretärin und blind und blauäugig, wie ich gedacht habe, jawohl, das ist ein absolutes Frauenthema. Also
EDV war ja einigermaßen schon fortschrittlich bei uns. Wir machen so ein Querbeet-Befragung, junge Frauen, mittelalterliche Frauen, ältere Frauen, also ältere Kolleginnen. Alte sind ausgeblendet. Ja, ältere, aber ältere auch schon, weil die hatten ja auch ihre Erfahrung. Und so, und technische Angestellte, kaufmännische Angestellte, Gebäudereinigerin und so weiter. Also das waren dann so eine ganze Latte voll. Dann haben wir das, den Fragebogen verschickt, gell, den sie ausfüllen sollten. Und natürlich mit Rückantwort, weil es sollte ja anonym sein, gell? Sollte ja dann wirklich richtig ordentlich, jede sollte sich äußern dürfen. Und dann Rückantwort. Und bei dieser Auswahl von Mitgliedern, also von Frauen, von Kolleginnen, die wir angeschrieben haben, ist uns natürlich wie allem etwas unterlaufen, was ganz normal ist. Wir haben eine Kollegin natürlich mit diesem Fragebogen konfrontiert, die Beschäftigte der IG BSE damals war, in einem Bezirksverband. Die kriegt diesen Fragebogen zur sexuellen Belästigung und soll den da ausfüllen. Die hat natürlich voller Zorn, gell? Sowas gibt es bei mir im Laden nicht. Und wie kommt die dazu, diese Tussi da in Frankfurt, mir so einen Fragebogen zu schicken? Dabei war es wirklich anonym, gell? Wer den Fragebogen bekommen hat, das konnten wir gar nicht feststellen. Und hat natürlich dann sehr zornig, erst im Landesverband, der Landesvorsitzende noch viel zorniger, dann im Bundesvorstand angerufen. Und mein damaliger Chef, Jürgen Jöns, der hat von der Aktion gar nichts wusste, weil ich war der Meinung, dass ich das so autonom wirklich handeln kann, gell, so als Frauensekretärin. Und sollen ja auch wirklich nur die Frauen befragt werden, nicht die Männer oder irgendwas gesamtpolitisches, gewerkschaftspolitisches. Der hat mich natürlich gebügelt, aber der vom Feinsten, denn ich habe meine Kompetenzen als Frauensekretärin weit überschritten. Bei so einem Thema hätte ich also erstmal das im Vorstand, also zu meinem zuständigen Vorstandskollegen bringen müssen. Falls er da Bedenken gehabt hätte, hätte er es dann in den gesamten Vorstand eingebracht, denn ich habe ja nicht nur meine eigene Abteilung dazu benutzt, gell, meine Sekretärin, sondern die EDV, den Post, also die Ausgangspost alles machen und dann auch noch Telefon. Ja, Telefon und dann auch noch die frankierten Rückumschläge, die anonym dann zurückgekommen sind. Also so, es war also ein Riesenaufstand. Ich wusste schon gar nicht mehr, wie ich das irgendwie handeln konnte. Gott sei Dank kamen dann die ersten anonymen Fragebogen zurück. Und die waren gleich richtig gepfeffert. Mit denen, wir wussten ja nicht, wer das war, und wir konnten es ja, insofern, wir haben es ja auch dann weitergeleitet zur Auswertung, aber wir konnten es ja alle lesen. Mit den ersten Fragebogen bin ich dann zu meinem Chef gegangen und habe ihm das gezeigt. Der ist fast vom Stuhl gefallen, was die Kolleginnen, Mitglieder geschrieben haben. Also sowas hätte er sich in seinem ganzen Leben nicht vorstellen können. Was ist denn, denen ist es passiert. Und dann ging das natürlich auch ein Stückchen weiter, noch im Vorstand. Und also ich konnte von Glück sagen, dass die Kolleginnen sehr ehrlich geantwortet haben, ihre wirklichen Erfahrungen, was sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz wirklich bedeutet und was da alles passiert ist und was sie alles einstecken müssen und was das dann auch für sie, für ihren Beruf, für den Arbeitsplatz bedeutet, teilweise Arbeitsplatz verloren, wechseln müssen, Typ geblieben, sie mussten woanders hin, mussten die Firma verlassen, mussten sie eine andere Arbeitsstelle suchen. Ich war denen wirklich dankbar, dass sie so ehrlich geantwortet haben, weil das hat einfach mal gezeigt, dass es ein Problem ist, auch ein Problem, das mit der Arbeit zusammenhängt. Sie verlieren ihren Arbeitsplatz. Und es passiert demjenigen, der es gemacht hat, dem passiert gar nichts. Und damit war es auch auf einmal ein Thema und damit war auch so ein Türöffner für solche Dinge wie, man diskutiert über 218, nicht nur die Frauen, gell? Man diskutiert auch über 218. Es war auch ein Stück ein Türöffner für ganz bestimmte andere Themen in der gewerkschaftlichen Frauenarbeit, auch mit den Kolleginnen. Also da bin ich dir heute noch dankbar um diese Aktion, weil die hat bei uns doch einiges zumindest die Türe so einen Spalt aufgemacht, dass man so ein bisschen was durchschieben konnte.
Ja, wunderbar. Jetzt eröffne ich die Diskussion im Plenum. Ja. Stefan Rascher, Student der Akademie der Arbeit im aktuellen Jahrgang. Ich habe eine Frage an die Kolleginnen Irmgard und Ritter. Was hat sich in euren Augen denn am meisten geändert seit euren Anfängen in den Gewerkschaften in der Frauenarbeit für heute? Was sind die größten Erfolge oder wo? Ist bis heute am wenigsten passiert, beziehungsweise ist es sogar rückläufig mittlerweile? Wie sind da eure Erfahrungen und wo darf die aktuelle Frauenbewegung in der Gewerkschaft nicht stagnieren? Wo muss sie besonders Wert drauf legen, dass es zu verlieren, was erreicht worden ist? Liest du zuerst? Naja, wir müssen natürlich dazu sagen, dass wir nicht mehr in dem hehren Gewerkschaftskreis drin sind. Nicht? Insofern also das nicht so genau beurteilen können. Ich habe das Glück, dass ich eine ehemalige Referentin noch gut kenne, die heute die Vorsitzende der Abteilung Frauen ist in der GEW und die mir dann immer wieder mal berichtet, was, wie das Ganze so läuft und wie es nicht läuft und so weiter. Mein Fazit heute an dieser Stelle ist, in meiner Gewerkschaft hat sich Frauenarbeit so stabilisiert, dass darüber gar nicht mehr sehr geredet wird. Also die Themen werden behandelt, die Themen werden weitergegeben. Wenn man die Kongressprotokolle anguckt, das leiste ich mir immer schon nochmal, da reinzuschauen, Da finde ich, da kann ich neidisch werden. Nicht? Also was uns früher da versagt worden ist oder was wir nur mit viel Energie haben ansatzweise durchsetzen können, das läuft heute. Die Umsetzung, die kann ich nicht beurteilen. Also ich denke, dass die Generation, die nach uns gekommen ist, das ist ja nicht die Generation, die jetzt da ist, sondern das ist ja schon die Zwischengeneration, ne? Dass die sich nicht so sehr im Klaren sind, dass sie eigentlich Hüterinnen bestimmter Errungenschaften sind. Sie nehmen also viel in Anspruch, was wir sehr mühsam erkämpft haben. Wir haben diese ganze Diskussion noch mal gehabt im Zusammenhang mit der mit den neuen Bundesländern. Das war auch nochmal so ein, da gab es also Schnittmengen und Gegnerschaften. Also das war nochmal dasselbe. Aber ich denke, dass wir sehr, dass die Frauenabteilungen, wenn sie denn aktuell bleiben wollen, sehr aufpassen müssen, dass nicht einiges verspielt wird, was wir mühsam erkämpft haben. Und das macht natürlich auch ein bisschen traurig. Was auch noch ein bisschen traurig macht, ist, dass der DGB inzwischen die internationale Schiene nicht mehr so bedient, wie das zu unserer Zeit noch gewesen ist. Wir haben zum Beispiel viel gelernt von den Kolleginnen aus England, aus Frankreich, aus Italien, aus Portugal vor allen Dingen und konnten also mit dieser Gemengelage dann auch Bericht erstatten, wie das anderswo ist und was wir hier noch besser machen müssten. Der DGB hat meiner Meinung nach schon sehr lange an Profil verloren. Das sage ich, würde ich auch jederzeit an die Litfaßsäule schreiben. Ja? Das stimmt einfach. Da hat man Kompetenzen verspielt auch. Und der DGB war früher, wenn da eine internationale Konferenz war, immer das Größte, was da auf Gewerkschaftsebene passierte. Das ist schon lange nicht mehr so. Also ich denke, Stefan, wenn du fragst, was hat sich geändert, was ist besser geworden? Besser geworden ist mit Sicherheit die Beteiligung von Frauen. Also ich glaube, also nee, ich glaube es nicht, ich habe es erlebt an unserem Gewerkschaftskongress. Die Anzahl der weiblichen Delegierten ist enorm gegenüber früher
Also natürlich sind wir immer noch ein paar zu wenig, aber es ist enorm gestiegen. Das hat sich, also dass Frauen ganz normal beteiligt werden müssen, dass es auch normal ist, dass eben halt wirklich auch Frauen Delegierte, Kolleginnen Delegierte zu den Kongressen werden, das ist normaler geworden. Das ist nicht mehr die Ausnahme, sie sind nicht mehr die Einzelnen, nicht mehr das 1% oder so oder die 3% oder die 4%, sondern sie sind vertreten. Sie melden sich auch zu Wort mit den Themen. Ich habe in unserem Kongress, ich sage es nur für meine Gewerkschaft, in unserem Kongress habe ich frauenpolitische Themen ein bisschen vermisst, mehr ein bisschen, ein bisschen mehr Aggressivität zu sagen, einzufordern. Es sind ganz bestimmte Dinge noch nicht so, wie sie sein sollen. Das habe ich ein bisschen vermisst und ich hätte auch mir mehr gewünscht, dass man auch in den Gremien, über die Gremien und was die Beteiligungsstrukturen in anderen Bereichen anbelangt, mehr diskutiert hätte, beziehungsweise auch da sehr offensiv. Die jüngeren Kolleginnen können sicherlich nicht mehr verstehen, was wir erkämpft haben, weil für sie, wie alles, wenn es mal erkämpft worden ist, wird es konsumiert von allen. Und damit wird es eigentlich auch vereinnahmt von allen. So, es ist normal. Und irgendwann denkt niemand mehr darüber nach, dass es ein Ergebnis oder nur durch Kampf und durch Bohren und durch immer wieder so zustande gekommen ist. Man betrachtet es als normal und weiß nicht, dass man es jeden Tag wieder neu erkämpfen muss, sonst wird es einem wieder weggenommen. Und das sehe ich bei uns ein bisschen in den Strukturen. Ich finde es unheimlich in Ordnung, dass man sich auch mit Dingen beschäftigt, die weit außerhalb des gewerkschaftlichen Bereiches liegen. Aber letzten Endes, da bin ich halt eine Gewerkschafterin alten Schlages, wäre es mir persönlich sehr viel lieber und ich würde sehr viel Mehrwert drauf legen, dass man sich mit den unmittelbaren Betroffenheiten, nämlich die Arbeit vor Ort, die Arbeitsbedingungen, die Entlohnungsbedingungen, den Arbeits- und Gesundheitsschutz, die Kinderbetreuung in den Betrieben, die Finanzierung von solchen Dingen, Nachtarbeit, Ladenöffnungszeiten, wenn es um 22 Uhr dann die Geschäfte endlich schließen und die Kolleginnen dann irgendwo in den Vogelsberg müssen, weil sie dort wohnen, aber kein öffentliches Verkehrsmittel dorthin geht, gell? Lauter solche Dinge. Mir wäre es lieber, man würde sich intensiver mit den Dingen noch beschäftigen und diese anderen Bereiche, wie dass man auch über bestimmte, ja, ich muss mich jetzt vorsichtig ausdrücken, ja, weil ja. Sonst trat ich irgendwie wieder auf. Bitte? Luxusbereiche meinst ja, du? Ja, so ein bisschen esoterisch und mit Klangschale und sonst irgend noch was zu arbeiten. Da habe ich mein Problem immer noch damit. Da wäre mir es lieber ein bisschen handfeste, die sagt, ich stehe da und da schiebt er mich nicht weg. Und das will ich geregelt haben und so lang bohre ich, bis das geregelt ist. Das wäre mir ein bisschen lieber. Das fehlt mir ein bisschen, auch wenn ich mir meine eigene Organisation angucke und da ich mit vielen Ehrenamtlichen immer noch so ein bisschen Kontakt habe, sehe ich das auch bei anderen Gewerkschaften, dass das etwas sich verändert hat und diese Handfeste und auch dann, ich sage mal, dieses Kämpfen um solche Dinge etwas nachgelassen hat. Okay. Das ist meine Kritik. Aber der Wellnessbereich ist ja in die Gewerkschaftsschulung eingezogen. Ja. Das muss man schon sagen. Ich war sehr erstaunt, als ich neulich mal mir das Programm anguckte, als ich dort reden sollte. Da war ich die einzige Politische. Ja, ich habe hier nichts gegen Wellness. Ist doch besser als nur Kegel. Ja, also ich habe hier nichts gegen Wellnessprogramme. Nein, ich meine aber die ganzen Fortbildungsprogramme. Ja. Ich habe hier nichts gegen Wellnessprogramme. Die sind ja sicherlich auch notwendig, weil wir müssen uns ja auch irgendwann regenerieren. Dann braucht man solche Dinge. Aber man sollte dann wirklich auch nicht aus dem Auge verlieren, dass politische, gewerkschaftliche, politische Frauenarbeit doch noch ein bisschen einen breiteren, breiteres Spektrum umfasst, außer den Wellnessbereich. Also auf Appell für Vielfalt. Ich würde jetzt vorschlagen, dass wir ein paar Meldungen sammeln, weil ich glaube, dass sonst kommen zu wenige zu Wort. Wie war die Reihenfolge? Ja, bitte.
Ja. Ich habe noch eine Frage zu Europa in dem Zusammenhang. Und zwar deshalb, wir hatten Anfang der 70er Jahre neue Kompetenzen bei der Europäischen Gemeinschaft im Bereich von Politik, Gesundheitspolitik, Sozialpolitik. Und der Zufall will es, dass die EG dazu beim Wirtschafts- und Sozialausschuss, dass sozusagen die Scharnierstelle zu den Gemeinschaften ist, eine Referentin, eine Beratungsrätin einstellt, das ist Petra Kelly. Und Petra Kelly hatte ganz enge Bezüge zu Maria Weber und da kommt zum Beispiel jede Menge Briefe. Aber mich würde umgekehrt auch mal interessieren, wie rum denn der Weg von den Gewerkschaften oder nach Europa ist und ob man bei der Durchsicht der Unterlagen auch diesen Bezug findet oder ob der nur bei uns nicht. Gibt es noch weitere Meldungen? Danke, Entschuldigung. Gibt es noch weitere Meldungen? Ich hatte eben noch welche gesehen, dachte ich. Ja, bitte. Herr Schäfers. Ja, vielleicht zwei Dinge. Einmal möchte ich Britta beipflichten, auch wenn das eine bittere Nuss ist. Ich arbeite ja noch als Vorstandsmitglied in einer Gewerkschaft. Weil du gesagt hast, haben wir uns weiterentwickelt in der Frauenfrage in den Gewerkschaften. Ich glaube, wir sind vielleicht ein kleines Stückchen weitergekommen, aber nicht entscheidend. Ich will das mal an einem Beispiel festmachen, was ja auch ein relativ aktuelles Beispiel ist. Da scheiden alle Vorstandsmitglieder bis auf eins im DGB-Bundesvorstand aus. Die eine, die überbleibt, ist eine Frau, dann auch noch eine Grüne. Und was normal gewesen wäre, ich sag mal, in einem Männervorstand, das verbleibende Vorstandsmitglied wird nicht Vorsitzende, sondern es wird jemand anders. Also von daher würde ich dir, wenn ich nur dieses eine Beispiel nehme, schon beipflichten. Ne? Dieser Mechanismus tritt dann einfach nicht ein. Und das hat sicherlich, also ich möchte aber Sibylle, ich habe das Buch noch nicht gelesen, ich werde es lesen, an einer These ein Stückchen widersprechen oder ich habe es falsch verstanden, weil du gesagt hast, du hast sehr viel über Imre Rettel, über Kollegin Weber und Inge Serbot gesprochen. Jetzt muss man sich natürlich die Zeit damals anschauen und vor allen Dingen auch die 60er und vielleicht auch 70er Jahre. In den Gewerkschaftsvorständen hoch, ich sag mal, besetzt mit sozialdemokratischen Mitgliedern. Das war eigentlich, ich sage mal, eine Quote von 90%. Das war eigentlich normal. Zwei waren. Hm? Vielleicht kann man das auch anders sehen, was du vielleicht als gutes Netzwerk beschrieben hast, nämlich, dass man mit der Besetzung von Frauen dann im Vorstand, die ja alle dann zufällig auch noch CDU-Frauen waren, der zwei Fliegen geschlagen hat. Mit der Klappe geschlagen hat. Ja. Einmal den Proporz gewahrt in dieser sogenannten Einheitsgewerkschaft und dann nehmen wir mal eine Frau, weil die Schwarze tut uns dann eh nicht weh. Ne? Mag jetzt vielleicht ein bisschen böse klingen. Naja, so war das gemeint. Ist aber schon ein bisschen was dran. So, die europäische Frage, da können wir uns gerne noch mal darüber unterhalten, was macht bei uns auch Europapolitik. Ich möchte der Irmgard ein bisschen beipflichten, die natürlich aus dem Zwang der Tätigkeit im Vorstand und dann auch als Frau und als ja auch für Frauen zuständig und für auch Tarifpolitikerin, weil sie auch Tarifpolitik gemacht hat, das ist manchmal nicht so einfach, all das, was man im Kopf hat, auch also gleicher Lohn, warum gibt es immer noch Unterschiede zwischen technischen und kaufmännischen Berufsgruppen, ist ja eigentlich hirnrissig. Warum finden bestimmte Themen in der Tarifpolitik nicht so statt, obwohl wir wissen, da muss man dran. Letztlich ist man auf Beteiligung angewiesen. Und wenn du diese Beteiligung in Betrieben nicht hast, dann wird es schwer. Die Frage, die sich Gewerkschaften kritisch stellen lassen müssen, wie sieht es mit der Bildungsarbeit aus? Und ich glaube, die Bildungsarbeit war in den 70er, 80er Jahren viel stärker auch gesellschaftspolitisch geprägt, als das heute ist. Das Thema sexuelle Belästigung ist ja ein klassisches Beispiel. Es ist ja nicht ein Beispiel, warum es so wichtig ist für das Thema am Arbeitsplatz. Sexuelle Belästigung findet natürlich am Arbeitsplatz statt, aber sexuelle Belästigung ist ein gesamtgesellschaftliches Thema. Ja. Es findet im normalen Alltag statt,
in den Familien, in der Kneipe, auf der Straße. Und da ist die Frage, durchdringen wir überhaupt mit der Form unserer Bildungsarbeit, die heute ein Stückchen anders ist wie in den 70er, 80er Jahren, eigentlich auch gesellschaftspolitische Themen, weil Gewerkschaften natürlich immer als gesellschaftspolitische Kraft auch verstanden. Und das ist verloren gegangen, weil wir auch von Politik nicht mehr getrieben werden. Ich spüre, dass ich nicht mehr von Politik so getrieben werde, wie das in den 80er Jahren war. Da bist du für den Grünen getrieben worden mit bestimmten, mit vielen politischen Fragen. Da bist du von der SPD getrieben worden, auch sogar von der SPD, kann man sich heute auch noch vorstellen, mit vielen politischen Fragen. Und das sind einfach so Dinge, die sich verändert haben und warum das so schwierig geworden ist, auch sich da durchzusetzen. Ja. Gibt es vielleicht noch eine andere Wortmeldung? Weil ich würde dann damit die Runde schließen, also die Wortmeldung. Und wer möchte jetzt zunächst antworten? Ich kann mir Sibylle. Nochmal das mit der Bildungsarbeit aufnehmen, weil das hat mich richtig nachgerade verstört, Extrem. Also ich meine, ich kenne viele Frauenveranstaltungen, die sehr wellnessorientiert waren, aber das Ausmaß, in dem ich es neulich in einer Gewerkschaft erlebt habe, wo keine einzige politische Veranstaltung mehr war, das hat mich schon also sehr, sehr umgetrieben. Und ich denke, man müsste da richtig nochmal eine extra Arbeit machen, was das eigentlich heißt, politische Arbeit und Bildungsarbeit. Dass die Frauen gerne kommen, wenn sie einfach ein schönes Wochenende, aber dann können sie sich auch eins verschreiben lassen und eine Kur machen. Ja? Das ist nicht in dem Sinne nötig, es dann so zu machen. Und das muss ein Reflex sein dessen, das nicht mehr von der Politik getrieben zu sein. Da sind vergleichsweise heute die politischen, also egal ob es jetzt dieses Aufschrei ist, also wo die Journalistinnen sich protestiert haben, oder aber diese Frau in New York, die sich jetzt 10 Stunden lang hat filmen lassen, wie sie belästigt wurde, das sind Themen, die heute an den Gewerkschaften vorbeigehen. Da wird es Zeit, dass es wieder hineinkommt. Da müssen die Gewerkschaften eigentlich auch mal aufsaugen, also so wie sie die Wellness aufgesaugt haben, auch die schwierigeren Themen wieder. Und das ist eigentlich notwendig. Das Thema Europa ist, glaube ich, in den Gremien irgendwo verschwunden. Ja? Also das, wo es zeitweise auch eine lange Diskussion mit Frauen gab und unter Frauen, was in Europa sozusagen an Weichen zu stellen ist. Inzwischen verlässt man sich auch ein bisschen darauf, dass über die Quoten schon die richtigen Themen kommen werden. Die Quoten auch, die in den Ländern ja genauso greifen, nicht nur in den Gewerkschaften. Und insofern ist da auch das Beispiel Skandinavien natürlich immer wichtig. Und selbst wenn dann eine konservative EU-Kommissarin dort sitzt, dann kommt immer noch die Quote wieder hier an, und zwar auch die wir hier in Deutschland nicht durchgekriegt haben, nämlich die in den Betrieben und in der Wirtschaft. Und insofern kommen immer noch richtige Reflexe, aber das Thema Europa und wie man auf Europa einwirkt, also sozusagen selber treibt, das scheint auch aus der Diskussion raus zu sein. Und gut, die Sachen mit Petra Kelly, die hattest du mir ja freundlicherweise auch zur Verfügung gestellt. Also dieser kleine Dialog war da. Man muss aber auch sagen, Maria Weber ist damals selber immer zu diesen Ausschusssitzungen hingefahren, zum Wirtschafts- und Sozialausschuss, und hat dafür gesorgt, dass das ist. Heute, ich weiß nicht, wer es heute im DGB wahrnimmt oder ob es sozusagen... Ja, es ist, weißt du es? Ja. Ja? Hajo Wilms? Gut. Ja, Hajo Wilms. Also, es irritiert mich schon so ein bisschen, wenn der Eindruck entsteht, dass wir sozusagen auf so einem flachen Level gelandet sind. Das ist also... dass man nicht mehr getrieben wird. Ich bin nicht so gern getrieben worden, ich habe es lieber selber veranstaltet.
Ich denke, das ist eine irrige Meinung. Also wenn ich alleine an die Berufe für Mädchen denke, im Augenblick kommen die ganzen Statistiken auf den Plan, die zeigen uns, dass da überhaupt nicht so sehr viel verändert worden ist in den letzten Jahren. Das bedeutet natürlich, dass diejenigen, die sich früher dafür eingesetzt haben, dass meinetwegen Mädchen in technische Berufe gehen sollten, wir haben das ja mit Seminaren bestückt und so, das bedeutet, dass die Leute oder die jetzt dran sind, sich da wieder drum kümmern müssen. Denn das ist in der Tat in der Analyse ein Grund, weswegen auch Lohnungleichheit besteht. Also es hängt zusammen. Ich denke, dass an vielen Stellen durch Berichterstattung, wir haben eine ganz andere Medienlandschaft und sind in der Lage, Berichte zu konsumieren. Wir könnten aber auch Berichte dazu benutzen, um neue Aktivitäten daraus zu entwickeln. Und dann sage ich mal so als Hochschulfrau, die über Frauenforschung gearbeitet hat. Wir haben ja so ein latentes Missvergnügen an Amerika. Aber wenn wir Frauenforschung begucken oder auch die Themen sexuelle Belästigung oder Vergewaltigung im Hochschulbereich oder was es da alles an Themen gibt, die waren 7 Jahre, bevor wir das überhaupt als Vokabel benutzt haben, hier in Deutschland, in Amerika schon aktenkundig. Und ich habe heute schon noch... Schon auf Kongressebene. Ja, ja. Und ich habe heute noch, die habe ich mir aufgehoben, die Statements von dort. Ich meine, wenn das hier eingeschlafen ist, dann müssten wir uns vielleicht doch noch mal darüber hermachen, ob in anderen Ländern nicht irgendwas zu holen ist, was wir ausführen müssten. Und wie gesagt, der DGB und die Gewerkschaften sind verpflichtet, als gesellschaftliche Organisationen auch gesellschaftspolitisch zu wirken. Ein Wort zu Europa. Als Gewerkschaften haben wir in dem direkten Europaspiel also eigentlich nie so richtig Fuß gefasst. Wir haben als DGB in der Frauenarbeit den EGB-Frauenausschuss gehabt. Da war ich selber lange Zeit drin. Wir haben die internationalen Kongresse gehabt, der aller DGB-Gewerkschaften, aber dann auch auf internationaler Ebene. Aber daraus sind keine Delegationen entstanden oder Vorschläge, nun direkt in der Europapolitik tätig zu werden. Das hat man dann auch jetzt noch den Parteien überlassen. Ich habe neulich mal sortiert, wie das Verhältnis der Parteien im Europaparlament ist. Und da kann ich also nicht feststellen, dass da in irgendeiner Weise Leute drin sind, die also nun auf DGB-Ebene dahin delegiert worden sind, zu kandidieren. Das weiß man nicht. Man weiß es eigentlich nur, dass die Parteien da zugange sind. Aber vielleicht ist das ein Thema, das man nochmal unabhängig von der Frauenarbeit diskutieren muss. Nee, gerade in Bezug oder, auf die Frauen. Ja, um festzustellen, ob es da Versagungen gibt oder ob es da Fehler gegeben hat in der Vergangenheit. Ob man nicht lieber die EGB-Frauenausschüsse benutzt hätte, um da Einfluss zu haben. Also das weiß ich nicht so genau. Jedenfalls hat der DGB da, glaube ich, keine große Rolle gespielt bis jetzt. Naja, Britta, du musst natürlich auch sehen, der EGB-Frauenausschuss hat auch wirklich keinen Einfluss in Europa oder auf europäische Gesetzgebung. Nichtsdestotrotz, muss ich ganz ehrlich sagen, ist Europa für Frauen unheimlich wichtig. Wir müssen dieses Instrument nur nutzen. Denn da kriege ich heute noch Gänsehaut. Ich habe es gestern Abend gesagt und ich möchte es auch hier sagen. Europa
war für alle Frauen, die in geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen gearbeitet haben, die keinen Schutz hatten, wenn sie krank wurden, weil es gab keine Krankenversicherung, es gab keine Lohnfortzahlung, hat Europa eine kleine, zierliche Gebäudereinigerin der IG BSE hat geklagt, mit unserer Unterstützung bis zum Europäischen Gerichtshof, und hat für Millionen von Frauen, und es sind Millionen von Frauen, die in solchen Beschäftigungsverhältnissen arbeiten, so, hat die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall erklagt und erstritten. Und da denke ich halt einfach, wir Frauen müssen uns auch, und da, das ist eine Aufgabe wieder für den DGB und natürlich auch, das wäre eine Aufgabe für den EGB auch gewesen, der hat sich aber um ganz andere Themen gekümmert, das muss man auch dazu sagen, zu sagen, wo sind Mechanismen in Europa, die Diskriminierung, Benachteiligung von Frauen eben ein Stück bekämpfen können auf europäischer Ebene. Denn die Bundesrepublik Deutschland war gezwungen, das Lohnfortzahlungsgesetz, nachdem der Europäische Gerichtshof entschieden hat, die mussten das Lohnfortzahlungsgesetz ändern. Und zwar sofort und nicht irgendwann. Ja. So. Das heißt also, es gibt schon Mechanismen, und da hätte ich mir eher gewünscht, gerade EGB, dass es eben da mehr wirklich um solche Dinge auch sich um solche Dinge gehandelt hat, und manches Mal, so wie der DGB Bundesfrauenausschuss für mich manchmal ein Labergremium war, weil alle viel gequasselt haben und wichtig getan haben und letzten Endes die Umsetzung in der eigenen Organisation eben nicht stattgefunden hat, so hätte ich mir das beim EGB Frauenausschuss auch gewünscht, dass man dann halt einfach wirklich richtig konkret mit Arbeitsaufgaben das belegt und damit natürlich auch ein Stück über den EGB Frauenausschuss wirklich Druck ausübt, dass es in Europa ein bisschen anders wird. Und das ist halt nicht, das ist nicht passiert, und ob es heute passiert, kann ich nicht beurteilen, aber damals ist es nicht passiert und es wäre eine Möglichkeit mehr gewesen. Ich glaube, mit dem Blick auf Europa machen wir jetzt einen Schnitt heute Abend, und ich bedanke mich bei allen Beteiligten und wünsche dem Buch von Sibylle Plockstedt viel Erfolg, nicht nur für Sibylle, sondern für uns alle, weil das eine Fundgrube ist und vielleicht eine Art der Neubelebung in Streitgespräche oder in Kontakt und Auseinandersetzung zu kommen zwischen Gewerkschaftsfrauen, zwischen neuer Frauenbewegung, und dass man auch die Themen sich genauer anschaut. Und mich hat auch ein bisschen betroffen gemacht mit der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit. Ja. Das politisch heißt ja nicht verengt Parteipolitik. Das wird ja manchmal auch so gesehen, sondern ist ja Gesellschaftspolitik, und dass da Sensoren entwickelt werden für die Themen, die jetzt aufkommen, wie du das ja auch beschrieben hast, und da keine Abschottung stattfindet, und dass vielleicht auch Gewerkschaftsfrauen einen Vorschlag, warum treten sie nicht im Fernsehen auf? Warum treten Gewerkschaftsfrauen nicht in Talkshows auf und machen Debatten, führen aktuelle Debatten und beleben die Debatten und bringen auch einer interessierten Öffentlichkeit, geben sie die Möglichkeit, Einblicke in diese Arbeitskämpfe und in diese Auseinandersetzung zu machen. Das ist aber jetzt keine neue Fragerunde, die ich damit eröffne, sondern ich möchte also die Veranstaltung schließen und mich bei allen Beteiligten ganz, ganz herzlich bedanken. Und ich glaube, wir haben sehr viele Einblicke gewonnen, und mal sehen, was wir weiter vielleicht anstoßen können. Und der Druck heißt ja, es ist, was wurde gesagt, vor sich hergetrieben werden, heißt ja auch, es ist ein Druck von der Gesellschaft da für Veränderungen, und das ist ja nicht schlecht. Also vielen Dank und einen schönen Heimweg.